In dieser XXL-Folge erwarten euch 4 unglaublich spannende und interessante Bankräubergeschichten. Seht zu, wie ich es schaffe, eine Bank auszurauben und damit von der Polizei zu entkommen. Oder werde ich vielleicht doch erwischt? Findet das heraus. Ich werde auch als Polizist arbeiten und versuchen, Verbrecher zu fangen. Ob mir das gelingen wird, das und vieles mehr seht ihr in diesen 4 unglaublichen und spannenden Geschichten hier in Bobby Live. Schaut bis zum Schluss und findet heraus, wie diese Geschichte zu Ende gehen wird. Viel Spaß beim Zuschauen! Ganz tief in den Wäldern von Wobbly lebte einst ein Bankräuber. Dieser Bankräuber hatte sich eines Tages in dieser Blockhütte verschanzt. Doch heute war ein ganz besonderer Tag, denn dieser Bankräuber hatte etwas ganz Besonderes vor. Oh Mann, mir geht's gar nicht so gut. Oh Mann, ich brauche ganz viel Geld. Oh Mann, ich sitze hier schon seit Tagen fest, ey. In dieser dämlichen Holzhütte, Mann. Hier sitze ich hier schon seit Wochen fest hier. Hier gibt's einfach gar nichts zu essen. In dieser Holzhütte liegt einfach alles hier herum. Hier sind einfach nur Spinnweben, sonst gibt's hier gar nichts. Nichts zu essen, kein gar nichts. Oh Mann, ich brauche ganz dringend Geld, damit ich mir was Neues kaufen kann. Vor allem Essen und vielleicht ein neues Auto. Oh ja, das wäre wunderbar. Mal überlegen, was könnte ich denn tun, um mir ganz viel Geld dran zu schaffen? Ich glaube, ich hab's. Na klar, ich mache einen Banküberfall. So, das ist die Idee. Okay, das heißt, um einen guten Banküberfall machen zu können, brauche ich natürlich einen Masterplan. So, das heißt, ich brauche als erstes den Standort, welche Bank überfalle ich. Danach brauche ich ein Fluchtfahrzeug auf jeden Fall und am besten noch eine Verkleidung, dass mich niemand erkennen kann. So, diese Sachen werde ich mal besorgen und dann schaue ich mal, welche Bank ich überfallen möchte. Zuerst schleiche ich mich aber wieder mal hier aus meiner Holzhütte raus. So, mein Geheimversteck hier. Niemand darf wissen, dass ich hier wohne. So, ich gehe mal tief in den Wald und schaue mich mal um, ob ich da was höre, welche Bank ich überfallen soll. Oh, hier glaube ich, bin ich richtig. Bei den Schatzjägern. Die haben doch bestimmt gehört, in welcher Bank es am meisten Geld gibt. Ich höre mich mal um und guck mal, ob ich irgendwas zu hören bekomme. So. Oh, ich glaube, der hier weiß etwas. Okay, ich höre mal ganz genau zu. Hey, du da, hast du das auch schon mitbekommen? In der Bank soll heute ein riesiger Betrag an Geld reingekommen sein. Das soll 1 Billion Wobbly-Dollar sein. Die Bank in der Stadt, die große, große Bank, die haben heute einen riesigen Geldtransporter bekommen, wo sie heute ein Vermögen bunkern. Hast du das schon mitbekommen? Das ist die Nachricht des Tages. Jeder Wobbly spricht in der Stadt darüber. Habt ihr das gehört? Genau danach habe ich gesucht. Oh ja. Perfekt. Ich danke dir, mein Freund. So, ich glaube, ich mache mich mal auf den Weg zur großen Bank in der Stadt. So, das wird auf jeden Fall mein Ziel sein. Okay, jetzt muss ich überlegen. Jetzt brauche ich nur noch ein Fluchtfahrzeug und einfach Klamotten zum Umziehen, damit ich mich verkleiden kann. Natürlich darf mich niemand hier einfach so entdecken. Sonst werde ich noch ganz schnell von der Polizei erwischt. Und das wollen wir natürlich vermeiden. So, ich bin in der Stadt nun angekommen und ich habe da eine Idee. Und zwar werde ich mir als Fluchtfahrzeug einen Krankenwagen nehmen. Genau, das ist das, Leute. Das ist es. Damit werde ich ganz einfach entkommen können. Denn niemand verdächtigt deinen Krankenwagen, dass da jemand irgendwas drin schmuggelt. Und das ist der perfekte Geldtransporter. Oh ja, das ist mein Masterplan. Ich klaue mich hier ganz schnell und heimlich. So, einen Krankenwagen. Zack, rein. Und heimlich schnell wegfahren. So, niemand sieht mich. Perfekt. So, ja, diesen Krankenwagen muss ich jetzt nur noch verstecken, solange es noch neblig ist in der Stadt. Oh Mann, dieser Nebel hat ganz schön zugezogen. Mittlerweile ist es so neblig, man sieht kaum noch die Hand vor der eigenen Nase. Schaut euch das mal an. Es ist komplett neblig. Aber das ist gut für mich. Denn das kann ich für mich nutzen, um hier mich geheim durchzuschleichen, dass mich niemand hier erkennt. Und dann positioniere ich schon mal das Fluchtfahrzeug genau in der Nähe der Bank. Dann kann ich direkt entkommen. So, ich muss nur ganz vorsichtig fahren, dass mich hier ja niemand erwischt. Mich darf auf keinen Fall die Polizei sehen, weil wenn sie mich jetzt in diesen Krankenwagen sehen, dann bin ich sofort verdächtig.
Okay, muss ganz langsam und vorsichtig fahren. So, da vorne ist die Bank. Am besten gehe ich in eine Seitenstraße und parke dort das Fluchtfahrzeug. So, hier ums Eck am besten irgendwo. So, ganz unauffällig. Oh, hier. Das wird doch niemand hier bemerken. Schaut euch das an. Ganz unauffällig steht hier einfach ein Krankenwagen. Es wird doch keiner hier einfach auf die Idee kommen, dass das verdächtig aussieht, oder? Perfekt. So, ich brauche jetzt nur noch eine einzige Sache für meinen Banküberfall. Ich habe meine Klamotten hier schon drin. Die Krankenklamotten, damit ich mich als Arzt verkleiden kann. Nach meinem Bankraub. Und jetzt brauche ich nur noch eine Waffe. Denn ohne Waffe werden wir auf keinen Fall so viel Geld rausrücken. Die sind doch nicht doof. Die werden doch keine Angst vor mir haben. So, ich packe am besten meine selbstgebastelte Waffe aus. Hahaha, das Ding hat mich schon so oft aus den schwierigsten Situationen gerettet. Damit schaffe ich jeden Bankraub. Das ist meine gute Knarre. Damit schaffe ich es jeden Bankraub. So, und der wird jeder Angst haben. Auch der Bankdirektor. So, damit gehe ich jetzt direkt in die Bank rein und schnapp mir die 1 Million Wobby-Dollar. Oh ja, so Freunde, jetzt bin ich hier bei der Bank angelangt. Jetzt muss ich vorsichtig reingehen, dass mich ja niemand sieht und dann kann ich hier den Banküberfall machen. So, mit meiner Waffe in der Hand sollte es auch kein Problem sein, den Bankdirektor hier einzuschüchtern, dass er mir auch das Geld rausrückt. So, wir schleichen uns hier vorsichtig ran, ganz langsam, ganz langsam. Ich mache die Tür auf. Da ist der Bankdirektor. So. Wenn ich jetzt die Waffe hochhebe, dann beginnt der Banküberfall. So, seid ihr bereit, Freunde? Okay, los geht's. Go, hey, das ist ein Banküberfall. Hände hoch. Ah, Hilfe! Ein Bankräuber! Bitte, bitte, bitte tun Sie mir nichts. Ich gebe Ihnen auch alles, was Sie wollen. Ich habe gehört, ihr habt 1 Million Wobby-Dollar bekommen. Die will ich haben, und zwar jetzt auf der Stelle. Los, besorgt mir das Geld und dann lasse ich euch am Leben. Habt ihr verstanden? Oh ja, ja, ich mach schon, ich bringe euch das Geld, bitte wartet hier. Ich beeil mich schon. Sehr gut, der holt mir das Geld, Freunde. Das, so geht der Banküberfall. Habt ihr gesehen? Mit einer Waffe haben sie sofort Angst. So, ich glaube, ich folge ihm lieber. Man weiß nie, was der Bankdirektor noch austüftelt. Nachher ruft er noch die Polizei. So, mal gucken. Hat er schon das Geld parat? Ich guck mal, folge ihm mal hier. Beim Tresor müsste eigentlich das Geld sein. Na, haben Sie schon das Geld parat? Ja, ja, Sir. Keine Sorge. Ich mache alles für Sie. Hier ist das Geld. Oh ja, Freunde. 1 Million Wobbly-Dollar. Schaut euch das an. Das ist die fette Beute. So, oh, der Bankdirektor ist einfach ohnmächtig geworden. Der vor lauter Angst ist einfach ohnmächtig geworden. Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Perfekt. Ich schnapp mir das Geld, Freunde. Und dann ab in mein Fluchtauto und danach entkommen wir der Polizei. So, ich habe ja auch meinen Masterplan ausgearbeitet. Das heißt, keiner wird mich hier erwischen. So, und da der Bankdirektor ohnmächtig ist, hat auch noch niemand die Polizei gerufen. So, ich schleich mich raus. So, Freunde, also ab geht's. Boah, 1 Million Dollar. Boah, die wiegen aber auch ganz schön. Da muss ich ganz vorsichtig hier laufen. Boah, die sind so schwer. Boah, ganz vorsichtig raus. Lalalala. So, hier rausschleichen. Ganz vorsichtig. Boah, die sind so schwer. Habt ihr immer so viel Geld getragen? Das ist ja brutal. Alter, raus hier. Boah, hier muss man richtig rausquetschen. Komm schon, diese fette Beute. So, und raus hier. Renn. Bevor sie die Polizei rufen, ich hau hier ab. Ums Eck und zu meinem Fluchtfahrzeug. Jawohl, Freunde, das war's. Das war der Bankraub. Schnell, jetzt muss ich mich in Sicherheit bringen. Boah, das ist so ein riesiger Geldsack. Boah, das ist unglaublich. Ich bin jetzt einfach Millionär. Boah, ich darf mich nicht zu früh freuen. Sonst erwischt mich hier noch die Polizei und das war alles umsonst. So, ich muss vorsichtig, schnell, solange mich hier niemand sieht, schnell den Geldsack da reinpacken. So, zack und hier rein. Jawohl, sicher ist der Geldsack. Jetzt muss ich nur noch entkommen. Die Polizei wird wahrscheinlich die ganzen Straßen sperren und hier nach mir Ausschau halten. Am besten ist es, dass ich jetzt zu meinem Masterplan Schritt Nummer 3 komme. Und zwar, dass ich mich jetzt verkleide. Dann wird mich niemand mehr erkennen. So, und damit ist mein Outfit perfekt. Niemand wird erkennen, dass ich ein Bankräuber bin. Mit diesem perfekten Outfit sieht es so aus, als würde ich hier im Krankenhaus arbeiten und transportiere hier einen Patienten, der in Not ist. So, damit werde ich auf jeden Fall in mein Geheimversteck kommen und das Geld sichern können. So, jetzt muss ich nur vorsichtig fahren und nicht auffällig sein. Das ist das Allerwichtigste. So, vorsichtig raus und jetzt Richtung Brücke. So, Freunde, ab geht's, die Post. Ich würde sagen, ich mache sogar noch die Sirene an, dann kann ich überall durchfahren. So, guck mal hier bei der Feuerwehr vorbei. Wir fahren links über die Brücke. Und dann, oh, oh mein Gott, was ist hier los? Da ist ein Polizist. Oh, was will der von mir? Guck mal, der winkt mir zu.
Die haben hier eine Straßensperre gemacht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da will was von mir. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich soll hier ranhalten. Nein, oh nein, die dürfen mich nicht kontrollieren. Oh mein Gott. Ja, Officer, hallo? Kann ich was für Sie tun? Hey, Sie da, was machen Sie hier? Die Brücke ist gesperrt. Hier ist ein Verbrecher entflohen. Wir versuchen hier gerade ihn zu fangen. Und hier darf niemand durch. Haben Sie verstanden? Was machen Sie hier überhaupt? Dürfen Sie überhaupt hier entlang fahren? Darf ich mal Ihren Ausweis sehen eigentlich? Oh, ja, na klar, natürlich. Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Okay. Scheint in Ordnung zu sein, okay. Gut, dann drehen Sie sich hier um und nehmen Sie einen anderen Weg. Hier ist sie auf jeden Fall gesperrt. Hier kommen Sie nicht durch. So. Okay, okay, ich beeil mich ja schon. Oh nein, hier wollen auch andere Leute durch. Die haben ja hier richtig Stress. Okay, okay, ich fahr schon. Oh, zum Glück hat er uns nicht kontrolliert. Hätte er hinten bei uns aufgemacht, hätte er das Geld gesehen. Boah, ich muss hier unauffällig schnell weg. Boah, ich kontrolliere schon die anderen Leute. Guck mal. Boah, ich glaube, der nimmt die fest. Oh mein Gott, ich fahr hier schon schnell weg. Oh mein Gott, schnell weg hier. Der Polizist ist ja richtig crazy drauf. So, ich nehme einfach schnell einen anderen Weg. Boah, das war richtig knapp mit den Polizisten. Ich muss unbedingt aufpassen. Die haben schon eine Straßensperre errichtet und verhandeln nach dem Bankräuber. Tja, wenn die wüssten, dass der Bankräuber direkt vor ihrer Nase war. Tja, aber das war wohl nichts. Okay, ich suche mir mal einen anderen Weg in die Berge und dann werde ich mein Geld hier schön, werde ich mein Geld schön bunkern. Oh, endlich 1 Million. Oh, was ich damit alles kaufen werde. Ah, ich kann es kaum abwarten. Nun befinde ich mich auf direkten Wege in die Berge. Da, wo mein Geheimversteck liegt. So, niemand hat mich hier entdeckt. Ich bin der Polizei entkommen. Und das war wohl der perfekte Bankraub. So, niemand wird jemals mich finden können. Da wäre ich nun mitten in den Bergen. So, nun wird es Zeit, die Sirene auszumachen. Hier fährt sowieso niemand herum. Das ist eine gesetzlose Zone. Hier macht jeder, was er möchte. So, nun bin ich gleich daheim. So, ich kann es kaum abwarten, das ganze viele Geld auszugeben. Oh, da vorne ist mein Versteck. Perfekt. Sehr gut gelungen. Jetzt nur noch vorsichtig das Auto verstecken. Dass man das ja nicht findet. So, den Krankenwagen darf natürlich niemand sehen. Oh, perfekt. Das war doch ein wunderbarer Bankraub. Oh, wie am Schnürchen. Perfekt. Jetzt packe ich mein Geld hier raus. Darf natürlich hier niemand sehen. Ich muss ganz vorsichtig sein. Oh, 1 Million Dollar. Ich kann es immer noch nicht glauben. Guckt euch das an, wie viel Geld das ist. Oh, ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Geld. Ach, so viel Geld, das ist unglaublich. Oh Mann, oh Mann. Jetzt nur vorsichtig, dass mich hier ja keiner sieht. Oh, dieser Geldsack ist so riesig, dass ich ihn kaum schleppen kann. Schnell in meine Hütte rein. Schnell. Niemand darf mich hier sehen. Boah, geschafft. Ich hab's geschafft. Ich kann es kaum glauben. Da. 1 Million Dollar. Das ist unglaublich. Das war der perfekte Bankraub. Oh Mann, oh Mann. So werde ich der perfekte Bankräuber. Ich werde eine Bank nach der anderen ausrauben. Dann werde ich Multimillionär. Das war die erste Million von vielen, die noch kommen wird. So, jetzt ziehe ich mich erstmal schnell um. Und danach werde ich erstmal mein Geld einzahlen. Boah, ich kann es kaum abwarten. So, na endlich, fühlt sich schon viel besser an, meinen guten alten Klamotten zu stecken. Nichts geht über die alte Bankräuberverkleidung. So, und damit wäre das erledigt. Jetzt muss ich nur noch meine 1 Million Bobby-Dollar auf meine Bank einzahlen. Und dann kann ich shoppen gehen. Ach, wie schön. So, nach einem langen, weiten Weg habe ich es endlich geschafft. Hier ist nämlich in der Nähe ein geheimes Dorf, wo man ganz entspannt seiner Tätigkeit nachgehen kann, seine geklauten Waren zu verkaufen. Oder wie ich, das geklaute Geld einzuzahlen bei seiner Bank. So, die geheime Bank für Bankräuber. So, die ist auch direkt hier. Und damit habe ich es endlich geschafft. Damit kann mir auch niemand mehr das Geld streitig machen. Hahaha, endlich. Es ist vollbracht. Da vorne zahle ich es endlich ein. Oh, ich kann es kaum abwarten. Das wird unglaublich. 1 Million Wobbly-Dollar. Let's go. Ja, ich hab's. Endlich. Das Geld ist sicher auf meinem Konto. So, jetzt kann ich endlich shoppen gehen. Neue Autos, neue Häuser. Oh, ich werde ein Leben führen im Luxus. Oh, ich kann es kaum abwarten. Das nächste Mal werde ich eine noch viel größere Bank ausrauben und vielleicht einen Diamanten klauen oder noch größere Sachen. Ich kann es kaum abwarten. Bis hin zum nächsten Mal sehen wir uns wieder.
Ich breche heute in die Bank ein und muss diesen Diamanten da wieder zurückbringen. Ich muss durch viele Laser durchkommen und ganz viele Wachleute stehen hier rum. Ich muss es schaffen, mich an ihnen vorbeizuschleichen und den Weg finden, hier durchzukommen. Werde ich das schaffen? Tja, findet das heraus, Leute. Schaut auf jeden Fall zu Ende und findet raus, ob ich diese Laserwand hier, ob ich da durchkomme und durch diese ganzen weiteren Laserparcours hier. Schaffe ich es, den Tresor aufzuschließen? Na, Kleiner, hallo? Hallo, kann ich Ihnen helfen? Ey, psst, du. Du siehst aus wie ein leichter Wobbly. Treff mich in der Bank um Mitternacht. Dann helfe ich dir bei einem kleinen Job. Keine Sorge, mach dir keine Sorge, wir werden nicht in Schwierigkeiten geraten. Es wird sich auf jeden Fall lohnen. Aber erzähl jemand darüber, okay? Okay, krass. Also sollen wir den bei der Bank treffen? Alter, habt ihr das gehört, Leute? Wir sollen den Typen hier bei der Bank treffen. Und zwar um Mitternacht. Okay, also wir müssen irgendwie einen kleinen Job erledigen. Das ist wahrscheinlich der Bankraub. Okay, das heißt, ich muss mich darauf vorbereiten. Also wenn wir bis Mitternacht Zeit haben. Das heißt, ich ziehe mich mal am besten passend an. Weil ich glaube, so wie ich jetzt gerade aussehe, so kann ich nicht in die Bank reinlaufen. Ich brauche ein passendes Outfit. So, das heißt, ich ziehe mich kurz um und dann warten wir bis Mitternacht. Und dann treffen wir ihn direkt bei der Bank um Mitternacht. So, da bin ich wieder, Freunde. Schaut mal mein Outfit an. Wie sehe ich aus, oder? Der sieht doch passend aus, würde ich sagen, oder? Wenn wir schon nachts in die Bank gehen, dann muss ich mich ja ein bisschen, glaube ich, anziehen wie ein Bankräuber, wenn wir heute eine Bank ausrauben wollen. So, also es ist mittlerweile Mitternacht geworden. Schaut mal, es ist ganz dunkel. Und jetzt ist anscheinend die Zeit gekommen, wo wir ihn treffen müssen, diesen komischen Typen in der Bank. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Bank von innen aussieht. So, wo müssen wir denn treffen? Ich gehe mal rein in die Bank. So, okay. Ah, guck mal, da hinten steht der. Da ist dieser komische, jetzt ziehe ich den Typ. Okay, der hat dann für uns diesen komischen Auftrag. So, mal sehen. Mal sehen, was er uns so erzählt. Gut gemacht. Hat dich jemand gesehen, wie du hier rübergekommen bist? Nee? Okay, hast du gut gemacht. Okay, lass uns hier drin treffen. Ich gebe dir einen Schlüssel dafür. Ah, schaut mal, der steht nämlich dran, nur für Mitarbeiter. Man darf hier nur einen für Mitarbeiter einen Schlüssel von ihm bekommen, dass wir hier reingehen dürfen. Krass. Oh, wir sperren jetzt die Tür auf. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir dürfen da eigentlich gar nicht reingehen. Oh mein Gott, wir sind mitten in der Bank drin. Guck mal. Wow. Oh mein Gott, da liegt ein Diamant einfach. Krass. Guck mal. Was ist denn hier los? Okay, hör mir zu. Ich habe da so eine Sache, bei der du mir auf jeden Fall helfen kannst. Und zwar musst du diese Diamanten zurück in den Banktresor bringen. Frag am besten gar nicht. Sei aber vorsichtig. Hier sind überall Wachen, die kontrollieren die ganzen Korridore. Also lass dich am besten gar nicht erwischen. Oh mein Gott, und pass auf das Lasersystem auf. Alter, seht ihr das? Da ist ein ganzes Lasersystem drin. Oh mein Gott, wie sollen wir da durchkommen? Und halte Ausschau nach Keycards. Du wirst sie brauchen, um den Tresor zu öffnen. Also Schlüsselkarten müsst ihr suchen. Viel Glück. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Da waren überall so Laser, wo wir durch müssen. Und wir müssen auf die Wachen aufpassen, dass sie uns nicht erwischen. Krass, wir müssen diesen Diamanten quasi zurückbringen. Das schließt Bank in die Bank rein. Das ist eine komische Auftrag, würde ich sagen. Ich dachte, wir klauen einen Diamanten tatsächlich. Aber da lag ich wohl falsch. Okay, gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Also hier durch. Das ist ja abgefahren, der Job. Diese Geheimmission hier. Im neuen Update. Okay, oh mein Gott. Oh, es ist soweit. Schaut mal. Okay, da sind die ersten Laser. Schaut mal hier. Da müssen wir drüber springen. Hier drüber. Und da patrouilliert schon eine Wache. Oh mein Gott, an der müssen wir vorbeikommen. Oh, guck mal, hier sind überall so Räume, wo wir uns vielleicht verstecken können. Oh mein Gott, guck mal. Er läuft von einer Seite zur anderen Seite. Da müssen wir aufpassen. Hier ist ein weiterer Laser. Und da ist das Lasergitter. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie wir hier durchkommen sollen. Alter, Alter, das wird brutal. Hier durch. Oh mein Gott. Oh, muss man aufpassen. So, ich gebe mein Bestes, hier sicher durchzukommen. Let's go, würde ich sagen. So. Zack. Okay, den ersten Laser haben wir geschafft. Und Sprung. Den zweiten Laser. So. Wir gucken, wie die Wache weit. Die Wache kommt wieder. Die Wache kommt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ah. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Oh nein, er hat mich erwischt. Oh mein Gott. Was machst du hier? Nein, wir wurden rausgekickt. Hoffentlich sieht er mich nicht. Bitte, 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 bitte nicht. Er hat mich nicht gesehen. Okay, okay, okay. Jetzt. Oh nein! Der Laser! Der Laser! Der Laser! Wir wurden erwischt! Probieren wir es gleich nochmal. So, wir warten, bis der rüberkommt. Ich war einfach zu hastig. Ich muss es langsamer machen. Okay, so, jetzt. Boah, boah, boah. Okay, okay. Ganz vorsichtig rumschleichen. Darf uns nicht hören. Geht schnell in den Raum hier rein. Schnell hier rein. Oh Gott, hier ist ein Schlüssel. Schaut mal. Okay, Leute, ich habe den Schlüssel. So, ich verstecke mich hier. Und guckt, dass der hier vorbeiläuft. Sobald er wieder zurückläuft, dann renne ich hier raus, okay? So, haltet euch bereit. Okay, jetzt. Ganz leid, ganz. Mach bloß keinen Mucks. Nein, 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 nein.
Alter, das war so knapp, Oh mein Gott, okay, hier sind wir in Sicherheit, Freunde. So, wir legen kurz den Diamanten hier beiseite. Alter, war das knapp, ey. Hier muss man richtig aufpassen. Okay, guck mal, den Schlüssel haben wir jetzt benutzt. So, wir haben das Sicherheitssystem runtergefahren. Okay, ich gucke nochmal zur Sicherheit, ob der da ist. Okay, guck mal, wir haben die Laser ausgeschaltet. Der Typ hier kontrolliert noch, aber der Riesenlaser ist jetzt weg. Okay, sehr schön, da geht's weiter, okay? So, Alter, das war gerade richtig heftig. Oh mein Gott. So, muss ich aufpassen. Darf mich nicht sehen. Hier wieder rein. Okay. So, jetzt, Freunde. So, das haben wir jetzt. Okay, sollen wir hier reingucken? So, ich muss mal gucken, wo ist der nächste Wachmann? Da steht einer. Oh mein Gott, schaut euch das an, Freunde. Mal, der steht hier. Der bewegt sich gar nicht. Das heißt, hier kommen wir gar nicht vorbei. Okay, guck mal. Das heißt, wir müssen in den Raum hier rein. Ich guck mal, was hier drin liegt. Vielleicht in dem Raum ja irgendwas drin, was wir brauchen. Oh, das ist die Kantine von denen. Hier gehen die essen sie. Guck mal, hier ist so ein... Was ist das? Ist das ein weiterer Schlüssel? Ich nehme den mal mit. Das sieht auf jeden Fall verdächtig aus. So, ich habe den Schlüssel. Guck mal, hier gibt es auch ein Geschenk. Oh, und nicht vergessen. Freunde, ich mache mal einen Livestream, wo wir alle Geschenke aufsammeln. Aber das mache ich ein andermal. Ich muss jetzt mal gucken, wo laufen die Wachen rum. Okay, hier nicht. So, wir gehen mal in den anderen Raum. Oh Gott, es ist schwierig mit den Diamanten. Okay, ich laufe mal rückwärts hier rein. Oh Gott. Sag es euch. Alter, wir sind in den Büros. Wir sind in den Büros von Mitarbeitern. Okay. Guck mal, wir können den Drucker hier anmachen. Vielleicht können wir den Wachmann irgendwie ablenken. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht können wir den irgendwie hier Geräusche machen, dass er hier reingeht und dann können wir einmal außen rumlaufen. Wisst ihr, wie ich meine? So, ich mach mal das Ding hier an. Oh Gott, der Drucker ist an. Oh mein Gott. Let's go. Wir rennen schnell. Hier Treppen runter, Treppen. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft, oder? Okay, was kommt als nächstes? Okay, Treppen runter. Oh mein Gott, guckt euch das an. Alter. Hier sind die Schätze versteckt. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir ganz vorsichtig hier durch. Oha. Alter, wir müssen hier durch dieses richtig krasse Lasersystem durchkommen. Alter, wie soll ich das denn schaffen? Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh, guck mal hier. Hier braucht ihr dann diese Keykarte, wisst ihr? Um das ein Tresor hier aufzumachen. Wir brauchen eine rote und eine blaue. Zwei Stück, okay? Und hier haben wir die Keycard, okay? So. Alter, das heißt, wir müssen wahrscheinlich in den Raum hier. Und da ist wahrscheinlich eine andere drin. Die andere Keycard, okay. Also, ich muss richtig aufpassen. Ich glaube, am besten lege ich den Diamanten hier ab. So. Und mache erstmal die mit der roten. So, ganz vorsichtig. Erstmal hüpfen wir, so. Oh, Alter. Oh Gott, man muss richtig gut hüpfen können, ey. Ich sag's euch. War nicht so leicht. Oh, ein Hopf. Okay, zack. Rote drin. Nice. Sehr schön. Zack, rüber. Wir gucken hier rein. Hoffentlich ist die blaue drin. Oh mein Gott. Okay, leise. Nicht erwischen lassen. Wir sind direkt hier vorne beim Bankdirektor. Okay. Ich muss mir nur... Vorsichtig. Nicht erwischen lassen, okay? Ganz vorsichtig. Bloß leise bleiben. Leise. Alter. Hier ist ein ganzes... Alter, boah. Oh, Junge. Zum Glück hat er uns nicht gehört, okay? So, und hüpf. Zack, geschafft. Okay. Und rein da. Jawohl, Freunde, wir haben es geschafft. Der Tresor geht auf. Guckt euch das an. Nice, guckt euch das an. Oh, wie cool. Guckt euch das an. Alter, das ist ein Mega-Tresor. Oh mein Gott, guckt euch das an. Und hier müssen wir den Diamanten hin platzieren, okay? So. Das heißt, Freunde, der Laser ist aus. Oh, was ein Glück, ey. Ich sag's euch, das ist der Trick. Lasst den Diamanten hier liegen. Und dann könnt ihr den Laser holen, okay? Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten, Leute. Wir haben es geschafft. Müssen jetzt nur noch den Diamanten hinlegen, dann haben wir es geschafft. Okay? So. Alter, wir sind im Tresor drin. Alter, guck mal, wie viel Geld hier ist. Boah, da sind voll viele Schätze. So viele Schließfächer, okay? Okay, also wir legen den Diamanten wieder zurück. Okay. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Okay, wir haben die kleine Mission erledigt, oder? Du hast es geschafft! Das war wirklich knapp, ey. Okay, also ich erkläre es dir. Ich habe den Diamanten von der Bank gestohlen. Dann habe ich mich richtig schlecht gefühlt und wollte ihn zurück wiederbringen. Aber ich wurde beim letzten Mal erwischt, als ich ihn zurückbringen wollte. Und wenn sie mich wiederfangen würden, dann wäre ich echt in Schwierigkeiten. So habe ich dich halt in die ganze Sache reingebracht, weißt du? Du hast einen wirklich guten Job gemacht. Hier, nimm das als Belohnung.
Danke dir, kleiner Fobli. Oh mein Gott, wir haben einen Hut bekommen. Ein Safe-Hut. Boah, nice, Freunde. Wir haben die Mission geschafft. Wir haben es geschafft, in die Bank einzubrechen. Boah, wie cool ist das denn bitte? So, wir müssen unbedingt das neue Hut angucken, den wir als Belohnung bekommen haben. Boah, war das aufregend. Ey, richtig, richtig cool. Also, was für eine tolle Mission. So, gehen wir wieder raus und gucken uns direkt die Belohnung an, okay? Alter, ich sag's euch. Das war gerade sehr ungewöhnlich. Ich habe echt nicht gedacht, dass man die Bank einbricht, um einen Diamanten wieder zurückzubringen. Also daran habe ich gar nicht gedacht. So, wir gucken uns mal direkt die Belohnung an, okay? So, Freunde, guckt euch, das ist die Belohnung. Diesen Hut bekommt ihr. Oh mein Gott, sieht der nicht verrückt aus. Alter, das ist einfach so ein Safe-Hut. Oha, guckt euch das an. Das ist so verrückt. Guckt euch das an. Das ist ja so crazy. Ich bin einfach so ein Safe-Bankräuber. Ich habe einfach einen Kopf als Safe. Oh, das ist so witzig. Oh mein Gott, ich kann ihn öffnen. Guckt mal. Ich kann ihn öffnen. Ich öffne ihn mal. So. Auf 2 drücken, dann könnt ihr ihn öffnen. Ah, hallo. Guck mal, da bin ich. Oh mein Gott, ist das witzig. Einfach ein Safe auf dem Kopf. Den kann ich einfach öffnen und wieder schließen. Ey, das ist so witzig. Guck mal. Einmal öffnen und einmal wieder schließen den Safe. Oh Gott, das lohnt sich sowas von dem Job zu machen. Also, Freunde, wie fandet ihr den Bankraub? Das war doch mega, oder? Ich habe 9.990 Wobbly-Dollar gestohlen. Und zwar entkomme ich damit im Zug. Die Polizei wird mich niemals schnappen. So, zack. Lass mal kurz schauen. Wo sind die Polizisten? Ich bin hier der Verbrecher und die Polizei startet in 3, 2, 1 und die Polizei kann starten. Let's go. Polizei, Zugriff, Zugriff. Ihr habt Meldung bekommen, dass gerade Verbrecher freien Fuß ist. Der hat einen Wobbly-Laden ausgeraubt. Ihr startet und sucht den Verbrecher. Los geht's. Alter, da ist die Polizei. Alter, Alter, Alter. Oh mein Gott, die Polizei ist ready. Oh Gott, die starten alle durch. Alter, guckt euch das an. Die Polizei rastet hier völlig aus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ihr müsst euch einen Plan überlegen, Leute. Ihr müsst mich einsperren ins Gefängnis. Mit dem Geld. Ihr müsst das Geld sichern und mich einsperren, okay? Schafft ihr das? Oh Gott, ich bin der Verbrecher hier. Alter. Ich bin entkommen von der Polizei. Die wird mich niemals schnappen. Oh Junge, oh Junge. Richtig gut, richtig gut. So. Da brauchen wir natürlich passende Musik, Leute. So. So, das ist gut. Perfekte Musik. So. Die werden mich niemals schnappen können. Oh Gott, nein, die Polizei ist da. Oh Gott, da ist ein Polizist. Hau ab. Oh nein. Lass mich bloß in Ruhe. Ey, ich hab gar nichts. Lass mein Geld in Ruhe. Ey, die Polizei ist wieder hier. Oh nein. Ey, lass mich bloß in Ruhe. Ich hab hier nichts gemacht. Diese blöde Polizei. Alter, hier ist so ein Polizeibeamter, der will einfach nicht locker lassen. Ich muss ihn nicht rausschmeißen. So, lass bloß mein Geld in Ruhe. Das habe ich mir hart erarbeitet. Habe ich mir hart geklaut. So. Alter. Der lässt einfach nicht locker. Ey, dieser blöde Polizist. So, Alter, was ist mit den Polizisten? Oh mein Gott, da sind überall Polizisten. Was ist mit denen schiefgelaufen? Alter, die sind ja voll, die drehen ja völlig hier durch. So. So, jetzt kann er mir gar nichts machen. Jetzt sitze ich hier mit meinem Geld. Jetzt habe ich den, guckt euch das an, jetzt habe ich den Polizisten hier K.O. gemacht und am Sitz versteckt. So, wo sind die restlichen Polizisten? Guckt euch sie an, da ist die Polizei unterwegs. Die ganze Eskorte mit Flugzeug, mit Auto. Oh Gott, die sind alle hinter dem Zug her, die sind alle hinter mir her. Oh mein Gott, wenn sie mich erwischen. Oh Gott, da hängt doch schon ein Flugzeug fest. Alter, was ist mit dieser Polizei los? Die ist völlig verrückt. Guckt euch das an, mit fliegenden Fledermäusen. Die Polizei dreht hier völlig durch. Die jagen den größten Verbrecher in dieser Stadt. Ihr werdet mich niemals schnappen. Oh Gott, da ist ein Polizeibeamter, er sitzt mir gegenüber. Er will mich ausfragen. Oh Gott, was wollen Sie, Sir? Oh Gott, ich habe nichts gemacht. Sie Polizeibeamter mit der langen Nase, der großen Nase. Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Oh nein, der Polizeibeamter. Ich glaube, er will abhauen mit meinen Kohle. Lass bloß die Kohle in Ruhe, ich sag's dir. So, du musst hier raus, Kollege. So, dich schmeißen wir raus, den guten Polizeibeamten. Er hat hier nichts verloren. Und raus hier. Oh nein, dieser blöde Polizist. Der hat mich am Nacken gepackt. Irgendwie kann ich dem nicht entkommen. Alter. Der hat einen Polizeigriff angewendet. Lass mich bloß in Ruhe hier. Oh nein. Oh nein. Ach, weißt du was? Ist mir egal. Ihr könnt das Geld haben. Ich will das Geld nicht. Viel Spaß damit. Ich entkomme. Das war ein Ablenkungsmanöver. Viel Spaß mit dem Geld. Mich kriegt ihr sowieso niemals. Haha, ihr Loser. Jawohl. Diese blöde Polizei.
hat geglaubt, sie kann mich mit dem Geld hier erwischen. Das Geld ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, ich bin frei. Das nächste Mal klaue ich einfach noch mein Geld. Viel Spaß! Guckt euch die Polizei an, die kriegt mich niemals. Nicht den größten Verbrecher dieser Stadt. Oh yeah, oh yeah. So. Niemals kriegt mich die Polizei. Ich fahre einfach in den Dschungel rein und da kann ich mich perfekt verstecken. Im Dschungel, im tiefsten Wald, wird mich niemals die Polizei da bekommen. So, oh, da ist eine Brücke, da ist eine Brücke. Aufpassen, aufpassen. Oh, die Polizei ist mit. Oh nein, da, oh nein, da ist ein Polizist. Da ist ein Polizist. Alter, was ist mit dem da los? Der fährt da im Wasser. Oh Gott. Was ist mit dieser Polizei los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss ich richtig aufpassen. Alter. So. Alter, der fährt einfach unter Wasser. Was ist das für eine Superpolizei hier? Die kriegen mich niemals, ey. Muss ich richtig aufpassen. So. Alter, 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 oh mein Gott, Alter, oh mein Gott, was war das für ein Angriff? Alter, der hat mich mit dem Flugzeug angegriffen. Oh mein Gott, die greifen mich mit dem Flugzeug an. Was ist mit denen los? Was ist das für eine Polizei? Ist das Elite-Polizei? Oh mein Gott, der hat mich einfach umgekippt. Alter, was ist das für eine heftige Polizei? Ich hänge mit dem Kopf hier fest. Hilfe, Hilfe. Alter, ich hänge hier einfach fest. Oh mein Gott, bitte helft mir. Oh nein, ich muss hier entkommen. Diese Polizei. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese blöde Polizei. Oh nein, oh, 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 ich habe zu viel Wasser bekommen. Ich habe zu viel Wasser in meine Lungen bekommen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Diese Polizei hat mich voll kaputt gemacht. Hahaha. Es war ein Geheimtrick. Ich habe sie verarscht. Jetzt bin ich schon im Dschungel drin. So. Tatsächlich habe ich sie verarscht. Haha. Oh Gott, da kommen sie wieder. Schnell ins Fahrzeug rein. Mit meiner Bombe entkomme ich hier. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, zack. Bombe hier raus. Perfekt. Das war ein Ablenkungsmanöver. Die kriegen mich niemals, die kriegen mich niemals. So, mit dem Militärhelikopter entkomme ich. Hier habt ihr Bomben. Ne, Bomben. Hier, das ist für euch. Miau. Alter, Alter, Alter. Oh mein Gott. Helikopter gegen Helikopter. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Alter, was ist hier los? So, ihr kriegt mich niemals. Der Militärhelikopter ist viel schneller, als ihr denkt. So. Oh Gott, die Bomben fliegen raus. Ich verstecke mich. In der größten Höhle in diesem Land. So, ihr werdet mich niemals bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alter, diese Polizei ist voll verrückt. Habt ihr das gesehen? Die haben mich einfach so mit dem Flugzeug einfach vom Jetski einfach so rübergeschmissen. Alter, was geht bei denen ab? Die sind so durchgeknallt. So. Die werden mich niemals finden, mein Geheimversteck. Die wissen gar nicht, wo mein Geheimversteck nämlich ist. So, da kommt nämlich nicht jeder hin. Alter, meine zweite Bombe ist ausgeflogen. So, sehr gut. Kein Weg führt drin vorbei, dass ich mein Geheimversteck hier. So, zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf mich niemals sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Perfekt, perfekt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, jawohl, Leute. Ich kriege mich niemals. Ich kriege mich niemals. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr gut. Ich kriege mich niemals hier. Sehr schön. Hahaha, die Polizei kriegt mich hier niemals. Mein Geheimversteck ist nämlich im Berg drin. So, die wissen nämlich gar nicht, wie man hier zurechtkommt. Hier gibt es tausende Tunnel, die will ich niemals erwischen. Sehr schön. Ich rutsche erstmal schön nach Hause und die kriegen mich niemals im Leben. Hahaha, die Polizei kann mich gar nichts, ey. Was sagt ihr jetzt dazu, ha? Die Polizisten sind komplett hilflos. So. So, ey Kerstin, was geht ab? Du bist neu hier. Wir machen hier gerade eine Runde. Räuber gegen Verbrecher. So. So, Dele. Alter, die Polizisten kriegen mich hier niemals. Ich bin nämlich bei den Pinguinen. So, ich versteck mich nämlich hier. Zack. So, Dele. Die wissen nämlich gar nicht, in welchem Tunnel ich bin. So, op, zack. Sehr gut, sehr gut. Beim Yeti. Der Yeti beschützt mich nämlich. Oh, Junge. Alter, wir sind schon einfach 3 Stunden am Stream, Leute. Was geht hier ab, Alter? Wer hat hier noch Bock zu zocken, ey? Oh, Junge. Alter, Alter. Oh, Gott. Schnell, schnell. Ich versteck mich. Jawohl. Oh Gott, warte, wenn ich mich hier verstecke. So, ich muss mal kurz Ausschau halten. Wo sind diese Polizisten? Oh mein Gott, die Polizisten bewachen den Turm. Den Berg. Ich muss mich hier wieder rausschleichen. So. Alter, Alter, Alter. Oh mein Gott. Aber kurz Geschenk aufgesammelt. Oh Gott. So. Zack. Sehr gut, Leute. Ich glaube, ich bin der Polizei entkommen. Schauen, wo ist die Polizei? Oh mein Gott, was ist das? Ein Alien? Hä? Hier ist aber ein Alien. Was ist hier los? Wer ist das? Ist das mein Kumpel? Hey, was geht da ab, Roman? Möchtest du mir helfen vielleicht?
um mich von der Polizei hier zu entkommen, bevor die Polizisten da kommen. Die Polizisten kommen da schon. Ich muss nämlich schnell weg. Oh, liebe Grüße, Jonas. Was geht ab? Danke fürs Abonnieren, Kerstin. Danke dir. Jonas, schnell. Schieb mich nach oben. Okay. Lass mich kurz einsteigen. Oh mein Gott, da ist Polizist. Jawohl. Du hast mich fast. Schnell. Hilf mir, von der Polizei zu entkommen. Die kommen da. Die Polizei verfolgt mich. Oh mein Gott, da ist Professor Polizist mit Dr. Auge. Oh mein Gott, lass mich bloß weg. Lass mich. Oh mein Gott, bitte. Zieh mich hoch. Schnell. Oh Gott, da ist so ein Zipline. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Oh mein Gott, nein, die Zipline. Die fliegt ohne mich. Oh no. Bitte, nein, die Polizei umzingelt mich. Oh nein. Jawohl. Flieg mich rüber zu den Inseln. Da, die Inseln. Jawohl. Lass mich am besten. Jawohl. Sehr gut, danke dir. Das verschafft mir ein bisschen Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss von der Polizei hinkommen. Alter, die sind mir dicht auf den Fersen, ey. Alter, die lassen einfach nicht locker. Guckt euch das an. Die haben schon mein Geld weggenommen. Mich kriegt ihr nicht. Dafür werde ich sorgen, ey. Das hättet ihr wohl so gerne. Oh, danke dir. Mein Retter in Not hilft mir gerade hier ein bisschen. Sehr gut. So kriegen mich die Polizisten nämlich nicht. Hahaha. Oh, da ist eine Höhle. Jawohl. So. In der Höhle kann ich mich erstmal verschanzen. Da gibt mich nämlich die Polizei nicht. Sehr gut. So, ich habe hier ganz viele Bomben. Wenn die näher kommen, dann schmeiße ich die Bomben auf die. Wir sollen mal gucken, wo die bleiben, Polizisten. Hier, nehmt das. Hier habt ihr Bomben. Esst Bomben, Polizisten. So. Mich kriegt ihr niemals. Viel Spaß. Ciao. Da hast du dir was gedacht, hä? Yeah. Mich kriegt ihr niemals. Ich bin der größte Verbrecher dieser Zeit. Mich erwischt ihr niemals. Sehr gut. So, viele Grüße, Jonas. Oh Gott. Schnell weg. Diese Polizisten werden mich niemals kriegen. Die hätten wohl das so gerne, als wäre ich so ein leichter Verbrecher hier. Guckt euch das an. Aha. Oh Gott, das sind diese Polizisten. Ich muss die irgendwie ausschalten. Ich schmeiß einfach Bomben auf die. Hier, wenn der Polizist hierher kommt, ich schmeiß einfach ein paar Bomben auf den. Kann das wagen. Komm ruhig her. Ich gebe dir ein paar Bomben. So, Kollege. Bist du bereit zu sterben? Er ist bereit zu sterben. Okay, wie du wolltest. Du wolltest es nicht anders da. Oh Gott. Was ist passiert? Oh Gott, der Kollege, der ist einfach explodiert. Wo ist er hin? Da. Die Bomben haben gar nichts ausgemacht. Was geht denn bei dem ab? Guckt euch die an. Die warten hier. Oh mein Gott. Die ganzen Polizisten warten auf mich, um mich zu schnappen. Blaue Banane, was geht ab? Alter. Oh mein Gott. Ich hänge hier fest. Ich glaube, die haben mich verloren. Die Polizisten wissen nicht, wo ich bin. Oh Gott. Alter, was macht hier ein Helikopter in der Höhle? Oh mein Gott. Oh nein, diese Polizisten. Wie soll ich von denen kommen? Ich brauche eure Hilfe. Oh nein, da hat mich jemand gesichtet. Oh nein. Der zieht an mir. Oh nein. Oh nein. Alter, da hat mich jemand runtergezogen. Oh Gott. Ich ertrinke. Alter, was ist mit dem passiert? Oh nein, schnell weg hier. Hilfe. Was ist mit den Polizisten schief? Ich muss hier weg. Hilfe. Nein, schnell weg. Ich springe um mein Leben. Hilfe. Oh nein. Schnell weg hier. Ich muss schnell zum Wetterclub. Oh Gott, ich renne schnell zum Wetterclub. Die kriegen mich niemals. Ich muss schnell zum Wetterclub. So, Freunde. Schnell zum Wetterclub. Alter, diese Polizisten habe ich aber abgehängt, ey. In der Höhle haben die gar keine Chance gegen mich gehabt. Oh Gott. Lasst mich bloß in Ruhe, ich habe euch nichts gemacht. Alter, was ist mit dem schiefgewickelt? Was ist das für ein komischer Polizist? Lasst mich bloß in Ruhe. Zack, ich muss hier weg. Oh Gott. Diese Polizisten, die machen mir das Leben schwer. Alter, Verfolgungsjagd durch ganz Wobbly Land. Schnell. Zack, und weg hier. Ciao, ihr Loser. Ich bin mit der Drohne unterwegs. Mit der modernsten Technik kriegt ihr mich niemals. So, damit werdet ihr mich niemals bekommen. Oh nein, diese Polizisten, die lassen einfach nicht locker. Was ist mit denen schief? Okay. Puh, also lass mal überlegen. Wie kann ich diese Polizisten irgendwie ablenken? In der Stadt? Oh Gott, da ist ein Flugzeug. Alter. Nein, uns eine Limo. Okay, also wie kann ich diese Polizisten irgendwie ablenken? In der Stadt am besten. Schaut mal, wenn ich hier oben mich verschanze.
Ich glaube, in der Stadt kann ich am besten. Oh Gott, die ganze Horde ist hinter mir her. Die ganze Horde. Oh Gott. Wo soll ich noch hin? Wo soll ich noch hin? Ich brauche Hilfe. Wo soll ich hin? Ja, die Polizisten, die geben einfach nicht auf. Guckt euch das an. Alter, das ist eine ganze Armada von denen, ey. Die sind brutal. Was soll ich da machen? Alter. Ich weiß gar nicht, wo ich mich verschanzen soll. In der Stadt am besten. Guck mal, in der Stadt kann ich... Oh Gott, die haben Netz ausgefahren. Mit der Drohne haben sie das Netz ausgefallen. Die wollen mich mit dem Netz fangen. Oh mein Gott, die sind voll verrückt. Was sind das für Profi-Polizisten? Hier, ich schwebe einfach mal zwischen den Häusern. Hier können sie mich auf jeden Fall nicht erwischen. Hier wird es nämlich eng. So, zack. Oh Gott, Alter, dieser Martha. Oh, guck dir das an. Alter, oh Gott, diese Polizisten sind verrückt. Die sind doch verrückt. Guckt euch das an. Zwischen den Hochhäusern durch. Junge, Junge, Alter. Das ist zu heftig. So, ich bin aber ein guter Flieger. Ich werde sie ablenken. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, jetzt muss ich gucken, wie kann ich die ablenken? Ich brauche einen Plan. Ich brauche einen Masterplan. So, am besten noch tiefer runter. Dann können die mich gar nicht sehen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann sehen die mich gar nicht, nämlich. So, zack. Hier rüber. Sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Guck mal, zwischen den Hochhäusern sehen die mich nicht. Sehr nice, sehr nice. Hahaha. Polizisten, Junge. Diese Polizisten. Okay, Leute. Wenn ich es schaffe, in mein Geheimversteck zu kommen, dann müssen die Polizisten aufgeben. Und mein Geheimversteck ist tatsächlich... Puh. Tja, wo ist mein Geheimversteck, Leute? Hey, Paul, da bist du ja wieder. Wie geht's? Was macht dein Geburtstag? Alles Gute. So, ich bin gerade abhauen von den ganzen Verbrechern. So, wenn ich es schaffe, in mein Geheimversteck zu kommen, haben die Polizisten verloren. Wenn die es aber schaffen, mich zu fangen und in die Polizeistation zu bringen, dann haben sie gewonnen. So. Mein Geheimversteck ist tatsächlich in den Bergen bei der Abenteurergilde bzw. bei der Schatzjägergilde. Das ist mein Geheimversteck. Wenn ich es schaffe, dahin zu kommen, dann habe ich gewonnen. So. Hey Maxi, was geht ab? So, hey Moritz, was geht? Ich hau gerade von den Polizisten hier ab. Guckt euch diese verrückten Polizisten. Oh mein Gott, diese Polizisten, Alter. Die spinnen doch. Guckt euch das an. Diese ganze Armada von Polizisten wollen mich fangen. Wenn die schaffen, mich in die Polizeistation zu stecken, haben die gewonnen. Alter. Ich muss aber in mein Geheimversteck. So, wenn ich es zuerst schaffe, dann habe ich es geschafft. Okay. Also mein... oh Gott, ich muss aufpassen. Hier ums Eck. Okay. Da hinten ist nämlich mein Geheimversteck. Wenn ich es da drin schaffe... Oh Gott. Alter, diese Polizisten. So. Jetzt noch schnell landen. So, Leute. Okay, gleich habe ich es geschafft. Okay, schnell. Oh Gott. Da hinten ist mein Geheimversteck. Das sind meine Freunde. Lass mich durch. Oh Gott. Eins gegen eins. Lass mich bloß in Ruhe, Nicole. Oha, ausgewichen. Ausgetribbelt. Schnell. Das ist mein Geheimversteck. Oh Gott. Oh nein. Lass mich rein. Das ist mein Geheimversteck. Wenn ich da drin bin, habe ich gewonnen. Alter. Die dürfen mich nicht weg. Die dürfen nicht mich wegbringen. Nein. Oh mein Gott, was machen die? Ey, lass mich los. Meine Freunde sind da drin. Meine anderen Räuberfreunde. Nein, das ist mein Geheimversteck. Alter. Oh nein, ist die Grafik auch scheiße. Oh nein, Alter, die haben mich entführt. Hilfe. Die Polizei. Oh, Alter. Die entführen mich. Oh mein Gott. Alter, was ist mit denen schief? Was ist bitte mit denen schief gegangen? Ich hab's fast geschafft. Oh mein Gott, nein. Ich bin der Räuber. Ich hab Geld geklaut. Aus dem Laden. 9.999 Wobbly-Dollar. Und dann haben sie mich erwischt im Zug. Haben die mir erst das Geld weggenommen. Und haben sie mich vom Jetski gestoßen. Und jetzt haben sie mich kurz erwischt. Kurz bevor ich in mein Geheimversteck gekommen bin. Wäre ich reingekommen in dieses Geheimversteck, hätte ich gewonnen. Aber jetzt muss ich gucken, ob ich eine Chance sehe, von denen zu entkommen. Weil sie müssen mich in die Polizeistation bringen. Die haben das Geld wahrscheinlich gesichert. Und wenn sie es schaffen, mich jetzt in die Polizeistation zu bringen, dann haben sie gewonnen. Alter. Okay, ich muss gucken, sobald sie mich loslassen, dann renne ich weg. Ich muss gucken, dass sie wenn sie nachsichtig werden. Wenn sie einmal kurz nicht aufpassen, wenn sie mich verlieren, dann renne ich weg, okay? So. Also wir sind gerade, glaube ich, voll. Ja, wir sind 10 Leute, Leute. Leute, was geht ab? So, Kerstin, ich weiß noch nicht genau. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? Ganze Uhr verloren. Auch schon 22 Uhr. Wir sind schon 3 Stunden am Stream, Leute. Was geht ab, Alter? Oh Gott. Oh mein Gott, die haben mich eingesackt. Was geht bei denen? Ich glaube, morgen machen wir einen Stream. Wenn wir jetzt gewinnen,
Ist quasi die letzte Runde jetzt. Danach ist das Stream vorbei. Puh, Alter, was geht bei denen, ey? Also, sobald die mich fallen lassen, hau ich ab. Okay? So, lass mich auf jeden Fall irgendwann fallen. Ich werde auf jeden Fall nachsichtig. So. Okay. Also. Alter, die haben mich. Jetzt. Leute, habt ihr es gesehen? Die müssen nur einmal kurz nicht aufpassen. Das ist meine Chance. Juhu. Jawohl. Die Polizisten haben nicht aufgepasst auf mich. Sie dachten, ich bin so ein entspannter Verbrecher. Aber eigentlich bin ich richtig brutal. Ich bin der größte Verbrecher dieser Stadt. Wie könnt ihr es wagen, mich entkommen zu lassen, ha? Wie könnt ihr es wagen? Alter, weg da. Weg da, diese blöden Kühe. So. So, Alter. Oh Gott. Ich weiß noch nicht, Kerstin, ich glaube, wahrscheinlich auch morgen irgendwann abends oder so. Bin noch nicht sicher, wann. So. Hahaha, mit dem Traktor entkomme ich dieser Polizei. Gut, durch sie dir. Alter, was ist mit der Polizei los? Die übertreiben voll. Mein Traktor, der geht kaputt. Beruhigt euch mal. Ich bin auch nicht so schnell, okay? Der schiebt mich schon. Die schieben mich, weil ich so langsam bin. Oh mein Gott. Alter. Mach doch. Mein Traktor brennt. Seid ihr verrückt? Mein Traktor brennt. Alter. Sie zerstören aber meinen Traktor. Oh mein Gott. Wir explodieren gleich. Seid ihr verrückt? Oh Gott. Alter. Oh Gott. Ich muss hier weg. Die sind komplett durchgeknallt, diese Polizisten. Was habe ich mir da die Polizisten eingeladen? Ist ja voll verrückt. So, schnell weg. Oh Gott. Alter, wir brennen. Mein Traktor. Oh nein. Alter, diese Polizisten, die sind so krass. Oh mein Gott. So. Haha, habe ich euch verarscht. Ich gehe eine Runde Bowling spielen, Leute. Ciao. So. Ich bin überhaupt gar kein Verbrecher. Ihr habt mich mit irgendjemandem verwechselt. Ich glaube, ihr verwechselt mich mit irgendjemandem. Ich kenne keinen Verbrecher hier. Lalalala. Oh Gott, ich muss. Oh Gott, ich habe die Idee, Leute. Ha, hier steht ein Auto einfach so herum. Das war ein Fehler von euch. Oh Gott, die fangen mich mit dem Netz. Die fangen mich mit der Drohne und dem Netz. Die sind verrückt. So, ich habe eine Idee. Ich muss mich einfach nur umkleiden, warum ich nicht früher drauf komme. So, ich verkleide mich, dann kennen die mich gar nicht mehr. Haha, sehr gut. Ich verkleide mich kurz. Sehr schön. Oh Gott. Vielen Dank, Banana. So, Alter. Schnell, wo ist die Umkleide? Da wissen die gar nicht mehr, wie ich aussehe. Oh Gott, Alter. Oh Gott, was ist hier los? Oh nein, die versperren mir den Weg. Ich wollte mich gerade verkleiden. Oh nein. Was ist bei denen los? Alter, die drehen völlig durch. Die drehen durch. Alter, die haben mich außer Gefecht gesetzt. Junge, was ist mit denen los? So, Junge, die schlagen mich einfach K.O. Alter, hier da. Bleib schön. Bleib auf der Stelle. Ich zeig's euch, nehmt euch bloß in Acht. So. Oh nein, die haben mich überfahren. Oh mein Gott. Alter. Oh mein Gott. Nein, mein Plan. Ich wollte doch mich verkleiden. Oh Gott. Ich wollte mich verkleiden. Nein. Oh no. Ey, Mann. Okay, ich passe auf, dass sie mich loslassen. Ich wollte mich verkleiden, Mann. Dann hätten sie mich gar nicht erkannt als Verbrecher. Alter, nein. Die dürfen. Oh Gott, jawohl. Komm schon. Die müssen nachsichtig sein. Also wenn die mich einmal loslassen, dann hau ich direkt wieder ab. Alter, was ist hier los? Die drehen völlig durch. Alter, in so einem Transporter. Seid ihr verrückt? Ich hab nichts gemacht. Habt ihr Beweise, dass ich irgendwas verbrochen habe? Ich hab nichts gemacht, okay? Ich hab gar nichts gemacht. Alter, Nicole, willst du mich verhaften oder was? Ich hab nichts gemacht. Ey, nein. Oh, was ist hier los? Alter. Oh Gott, die schnüren mir, die machen Polizeigriff. Ich krieg keine Luft mehr. Hilfe, ich krieg keine Luft. Alter, lass mich. Ich krieg keine Luft, Alter. Oh nein. Die sind durchgeknallt, diese Polizisten. Diese Polizisten sind sowas so durchgeknallt. Alter, die schleppen mich ins Gefängnis. Hilfe, warum hilft mir denn niemand? Hallo? Nein! Oh mein Gott.
Oh mein Gott, nein, 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 nein. Alter, oh mein Gott, ich wurde einfach ins Gefängnis gesteckt. Oh nein, was ist mit denen los? Okay, ich ergebe mich schon, bitte. Kein Polizeigriff mehr, okay? Ich ergebe mich. Nur kein Polizeigriff. Da kriege ich keine Luft mehr beim Polizeigriff, okay? Ich gehe schon aufs Klo, Ich setze mich einfach nur aufs Klo und dann habt ihr meine Ruhe, okay? Bitte Privatsphäre, bitte rausgehen. Ich möchte meine Privatsphäre hier haben, okay? Hallo? Ich bin auf der Toilette. Ich werde aber auseinandergerissen, ja? Voll? Hallo? Ich bin auf Toilette. Bitte, bitte einmal verlassen. Ich möchte ein bisschen groß hier gehen, okay? Lass mich bitte in Ruhe hier mein Geschäft verrichten. Alle mal raus. Die Polizisten, ihr habt anscheinend gewonnen. Also das ist brutal gewesen. Diese Polizisten, guckt euch das an, was sie mit mir angestellt haben. Die haben mich komplett auseinandergenommen. Guckt euch das an. Einfach hier. Voll auseinandergenommen. Junge. Also die Polizei, muss ich sagen, hat gewonnen. So. Also okay. Ihr könnt euch gerne hier vor der Bank aufreihen. Macht gerne hier so eine Reihe. Und dann überreiche ich euch das Geschenk, okay? Oh, sehr nice. Guckt euch das an. Alter, wie cool ist das bitte? Wir müssen so einen Screenshot machen. Ihr habt super Polizisten gespielt. Ich war Verbrecher. Hab's leider nicht geschafft. So Leute, das ist euer Geschenk. Tatsächlich 1 Million Wobbly-Dollar. Okay? Das, meine Freunde, schaut euch das an. Das ist das Geschenk an meine großartigen Kollegen hier, die wunderbaren Job geleistet haben. 1 Million Dollar. Die zerreißen mich direkt hier wieder. So Leute, warte. Ich schmeiß in die Luft, okay? Das ist für euch. 1 Million Wobbly-Dollar. Ihr habt's geschafft. Ihr habt's euch richtig verdient. Schnappt sie euch. Leute, das war euer der geile Stream. Ihr wart mega. Ihr im Chat wart auch mega. Leute, das war super. Sehr, sehr gut gemacht. Der Basti hat's geschafft. Der hat mega Leistung abgeliefert. Sehr, sehr gut gemacht auf jeden Fall, Leute. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin RoboBan. Ich bin am Start hier. Ich fange jeden Verbrecher, der es wagt, hier auch in der Stadt nur irgendwas hier fertig zu machen. Irgendein Verbrechen. Ich schnappe jeden, okay? Hier mit meinem nice Hoverboard. Ich komme aus der Zukunft und fange jeden Verbrechen. So, ich habe gehört. Hallo? Okay, Mayday, wir haben Funkspruch durchbekommen. Irgendjemand bricht anscheinend in der Bank ein. Da sind irgendwelche Verbrecher. Oha. Die Bank wurde ausgeraubt. Hier sind Verbrecher am Start. Oh Gott, die Sicherheitskameras sehen, dass hier Verbrecher am Start sind. Guckt euch das an, ganz viele Diebe rauben die Bank aus, da fahren sie weg. Oh Gott, diese Diebe, die haben die Bank ausgeraubt. Habt ihr das gehört? Oha, Funkspruch ist angekommen an RoboBan. Ich schnapp mir alle Verbrecher, keine Sorge, die werden nicht entkommen. Ich habe die neueste Technik aus der Zukunft parat, die werden mir nicht entkommen. Ich schnapp jeden Einzelnen und bringe ihn ins Gefängnis. Solange ich hier Polizist bin, wird mir keiner hier entkommen. Mit meinem nice Hoverboard hier aus der Zukunft werde ich auf jeden Fall jeden Verbrecher schnappen. So. Die Verbrecher glauben nicht, die können in meiner Stadt alles machen, was sie wollen. Nee, so geht es natürlich nicht. So. Wo ist mein gutes Hoverboard? Komm schon. Oh, nice. Fliegen wir mal hier raus mit einem guten Hoverboard. Der will irgendwie nicht hier. Komm schon. So, also, wo haben sich die Verbrecher aufgeteilt? Lass mal kurz abchecken. Ich, RoboBan, schnapp mir sie alle. Oh yeah. Bei meinem Namen. So, lass mal kurz schauen, wo haben sich die Verbrecher hier aufgeteilt. 2 sind noch in der Bank, Beefsteak. Oha, die schnappe ich mir als erstes. Wie können die es wagen, hier die Bank ausrauben? Was soll das? RoboBan ist am Start, hey, was geht ab? Hier ist der RoboBan-Polizist. Wer raubt hier die Bank aus? Du da, stehen bleiben. Hier ist die Polizei, stehen bleiben. Hey, ganz ruhig, kleiner Kollege. Kollege, bleib ruhig stehen. Hey, was soll das? Hier, mit meinem Turbo-Outfit schnappe ich dich auf jeden Fall. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Oha, Alter, was ist hier los? Oh, ich habe Verstärkung bekommen. Okay, hier ist Verbrecher, schnapp ihn dir. Da, er flüchtet mit dem Polizeiauto, Den müssen wir uns schnappen. Schnell, wo ist mein Dings, wo ist mein Hoverboard? Okay, den schnappen wir uns, keine Sorge, ne, Kollege, den schnappen wir uns. Zack, hier drauf und ab geht's. So, schnappt ihr am besten ein Fahrzeug. Oh, da drin ist noch jemand. Da drin ist noch ein Verbrecher, kann das sein? Okay, du kümmerst dich um den Verbrecher da drin. Ich gucke mir den anderen Verbrecher an. Hier ist irgendwo ein Verbrecher. Wo ist einer? Hier haben wir noch jemanden. Wer ist das? Oha, da ist ein Verdächtiger. Da ist ein Verdächtiger auf der Spur. Ich folge einem Verdächtigen. Ich sehe das Geld im Dings im Wagen. Oh mein Gott, da ist der Verdächtige. Schnell hinterher. Ich verfolge ihn. Okay, Kollege? Der andere Kollege kümmert sich um den anderen Verbrecher. Den schnappe ich mir. Hey, stehen bleiben. Solange ich hier Polizist bin, wird hier niemand entkommen. So, Leute. Hey, da hat er einen Unfall gebaut. Den schnapp ich mir. Zack. Oh. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Oha, Kollege. Der macht es mir ganz schön schwer.
Wenn der Kollege hier nicht kooperieren möchte, muss ich meine schweren Geschütze auspacken. Möchtest du das? Anscheinend schon. Leute, der Kollege hier möchte wohl, dass ich meine schweren Geschütze auspacke. Oh no, oh no. Bleibt mir leider nichts anderes übrig. Da ich aus der Zukunft komme, habe ich natürlich einige Secrets parat, in der sie mir nicht hinkommen werden. Guckt euch das an. Er glaubt, er kann mir entkommen da hinten. Aha, schaut euch das an. Der Kollege glaubt, er kann mir entkommen, okay? Mir. Das glaube ich nämlich nicht. So, wo ist der gute Kollege? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Den schnappe ich mir jetzt. Den schnappe ich mir jetzt. Wie kann er es wagen? Wie kann er es wagen, hier abzukommen? So. Okay, da hinten. Na, komm schon. Ich zerstöre die ganze Stadt, wenn es sein muss, um dich zu fangen. Ich werde alles hier zerlegen. Keine Sorge. Ich werde dich schon fangen. Ich habe eine Lasergun am Start. Mit einer Physics Gun werde ich dich auf jeden Fall erwischen. Tja, mit so einem Polizisten habt ihr auf jeden Fall nicht gerechnet, Leute. So, wo hat er sich versteckt? Wo hat sich der Kollege hier versteckt? Da hinten. Da hinten ist einer. Oha. Oha, okay. Bei der Polizeiwache ist tatsächlich einer. Den schnappe ich mir. Oh, hier ist einer. Hier ist ein Verbrecher. Das sehe ich doch hier. Mein Radar schlägt aus. Okay, hier irgendwo ist ein Verbrecher. Oh Gott. Da oben auf dem Dings. Auf dem Krankenhausjob. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwo hier ist doch einer. Oha. Wo ist der gute Verbrecher? Mir wird angezeigt, dass hier irgendwo ein Verbrecher sich versteckt hat. Irgendwo muss einer hier drin sein. Lass mal kurz schauen. Ich glaube, wir müssen das Krankenhaus hier dicht machen. Wir müssen auf jeden Fall das Krankenhaus dicht machen, Leute. So geht's nicht. So. Zack. Oh Gott, ich glitsch hier durch, Alter. Junge, Junge. So. Wo ist der Verbrecher? Irgendwo hier im Krankenhaus. So. Wo versteckt er sich? Ich komme. So, hier irgendwo ist der Verbrecher. Kann das sein? Irgendwo da oben. Der wird mir nicht hinkommen. Auf gar keinen Fall, Leute. Solange ich hier Polizist bin. So. Wenigstens einen werde ich auf jeden Fall schnappen und ins Gefängnis bringen. So. Irgendwo hier ist doch irgendwie ein Verbrecher. Wo ist denn der? Wo ist der gute Verbrecher? Er versteckt sich. Oh Gott, er versteckt sich in der Höhle. So einer. Okay, verstehe. Keine Sorge, dann gucke ich mal, wen habe ich hier drüben. Da oben fliegt jemand. Aha, da oben fliegt noch ein Verbrecher. Kann das sein? Die schnappe ich mir auch. So. Du kannst schon mal her, ruhig herkommen, Kollege. So, Delle. Wer fliegt da weg? Wer fliegt hier weg, ne? Wer fliegt da oben weg? So, ist das ein Verbrecher? Oder ist das mein Kollege? Freund oder Feind, Leute? Freund oder Feind? Wer fliegt da? Wer fliegt da? Aha. Wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Oh. Da will jemand entkommen, ha? Huh? Ich hab einen Verbrecher, Leute. Ich hab ihn. Du entkommst mir nicht, Kollege. Wo möchtest du hin, ha? Huh? Wo möchtest du hin? Keine Späße hier. Zack und eingesackt. Sehr gut. Da haben wir schon einen Kollegen hier. Einen Kollegen Schnürschuh haben wir gepackt. So, ab ins Gefängnis mit dir. Hier fliegt niemand herum, hast du gehört? Bei der Wache, solange ich hier Polizist bin in dieser Stadt, wird niemand hier entkommen. So, wir sperren dich erstmal ins Gefängnis. Die anderen werden gleich auch hinterherkommen. So, den guten alten Ben, den guten alten Robo-Ben, Robocop-Ben, entkommt niemand, habt ihr das gehört? So, zack. So, ab ins Gefängnis, Leute. Sehr gut. Einen haben wir erwischt, den guten JPS hat's erwischt. Tut mir leid, aber leider sind sie hier eingesperrt. Sie sind hiermit verhaftet. So, setzen Sie sich auf Ihr Bett und ruhen Sie sich aus. So, das werden Sie nicht nochmal tun, okay? Sehr gut. Okay, einen hätten wir so, Leute. Wo sind die anderen Verbrecher? Wo sind die anderen Verbrecher? Lass uns mal schauen. Okay, da sind nochmal zwei in der Stadt. Ich sehe schon, zwei sind in der Stadt. Okay. Und es versteckt sich da hinten noch einer. Okay, ich schaue mal kurz hier die zwei Kollegen hier in der Stadt. Wo sind die zwei Kollegen hier in der Stadt? Okay. Oh, da ist jemand bei der Bank noch. Okay. Jemand ist in der Bank drin. Lass uns mal kurz abchecken. Wer wagt es hier, während meiner Schicht die Bank auszurauben? Wie könnt ihr es wagen? So. Wo sind diese Kollegen? Aha. Hä? Aha. Guckt euch das an. Seht euch das an, Leute. Seht ihr das? Seht euch das an. Ihnen tut es sogar leid. Ihnen tut es leid, okay? Euch sollte es auch leid tun. Wie könnt ihr es wagen, diese Bank hier auszurauben, okay? Wie könnt ihr es wagen, diese Bank auszurauben? Fürs Geld? Tja. Leider nicht, leider nicht.
Ich muss euch leider einsperren, Leute. Ich muss euch leider einsperren, okay? Ihr müsst leider mit mir kommen. Wenn ihr euch wehrt, muss ich Gewalt anwenden, okay? Es tut mir leid, aber ihr müsst leider mit mir kommen, okay? Tut mir leid, aber leider habt ihr die Bank ausgeraubt. Heute ist nicht euer Tag, okay? So. Leider muss ich sie ins Gefängnis bringen, Sir. Folgen Sie mir bitte. So. Huch, der gute Kollege. Ich muss sie leider ins Gefängnis bringen. Tut mir leid. Folgen Sie mir ins Gefängnis. So, oh nein, der gute Kollege wehrt sich hier. Nicht wehren. Bitte nicht wehren, sonst muss ich leider Polizeigewalt hier anwenden. So. Huch. Der Kollege möchte hier ich einfach nicht abhauen. So. Wo ist dein Kumpel hin? Wo hat sich dein Kumpel verschanzt? Er rennt weg. Oh, den schnappe ich mir. Wie kann das wagen, hier einfach wegzurennen? So. Der gute Kollege, wo möchten Sie hin? Möchten Sie heute noch irgendwo hin? Möchten Sie mir irgendwas sagen? Wehe, Sie entschuldigen sich nicht. Wie können Sie es wagen, eine Bank rauszurauben, okay? Wie können Sie es wagen? So, bleiben Sie erstmal stehen. Kommen Sie raus. Das bringt hier gar nichts. Es bringt gar nichts, hier auf Verbrecher zu tun. Bringt überhaupt nichts, ich sag's Ihnen. Es macht keinen Sinn, hier eine Bank auszurauben. Während meiner Schicht macht es gar keinen Sinn, okay? Verstehen Sie? So, deswegen kommen Sie am besten raus und ergeben Sie sich. So, es hat keinen Sinn, Leute, ob du ein guter Verbrecher bist oder auch nicht. Es macht keinen Sinn, glaub mir. Es macht keinen Sinn. Gegen Robo Ben ist alles verloren, verstehst du, es macht gar keinen Sinn. So, kommen Sie mit mir mit. So, der gute Verbrecher hat sich gestellt. So, ab ins Gefängnis. Der zweite hätten wir erwischt, ein guter Beefsteak. Tut mir leid, ihr habt es versucht, die Bank auszurauben, aber leider während der Schicht vom Robo Ben funktioniert das leider nicht so einfach. Weil diese Polizeistation hat mich, den Superhelden, engagiert, damit jeder hier ins Gefängnis kommt, versteht ihr? So, da gibt es auch kein Wenn und Aber, es tut mir leid, leider ist schon vorbei, das hättet ihr euch vorher überlegen müssen, ob ihr es riskiert, ins Gefängnis zu gehen. So, gehen Sie bitte hier rein, so, die sind alle verhaftet, okay? Ihr bleibt jetzt im Gefängnis, so. Okay, die zwei hätten wir, Beefsteak haben wir und Kralis Sebek, sie sind auch verhaftet, sehr gut. Dann hätten wir alle beide. So, da hätten wir schon drei Leute verhaftet. So, sie bleiben hier drin, okay? Sehr gut gemacht, mein Junge. So, wir schauen mal weiter. Wen haben wir als nächstes? Okay, drei Verbrecher haben wir schon gefangen. Sehr gut, Leute. Drei Verbrecher haben wir, okay. Also lasst uns mal kurz schauen. Wen haben wir noch? Okay, der Theo hat sich hier versteckt, der Verbrecher. Und da hinten haben wir noch einen. Zoo-Checker. Haben wir hier noch Verbrecher? Oh mein Gott. Wen haben wir da? Lukas Dominik. Aha. Da versteckt sich jemand im Berg. Okay. Haben wir noch jemanden Verbrecher? Oh, da hinten ist noch ein Verbrecher. B-Diesel. Oh, ich glaube, ich schnapp mir B-Diesel. Drei Verbrecher sind noch auf freiem Fuß. Beziehungsweise eins, zwei, drei. Vier Verbrecher fehlen noch. Drei haben wir erwischt. Vier Stück fehlen noch. Okay, die schnappen wir uns. Kein Problem, die können wir uns alle schnappen. So, ich als Robo-Ban werde sie mir alle schnappen. Jeder einzelne Verbrecher wird das bereuen, hier mit mir Späße gemacht zu haben. Ihr wisst nämlich gar nicht, was dieser Robo-Ban hier alles drauf hat. Ich als Supercop werde jeden einzelnen von euch verhaften. Habt ihr das gehört? So. Okay, fangen wir mit B-Diesel an. Einen nach dem anderen. So, okay. Also wir brauchen erstmal ein gutes Einsatzfahrzeug. Der gute alte Polizeihelikopter wird uns hier sehr nützlich sein. So, zack. Oh Gott. Der gute Helikopter, flieg. Flieg mal, Junge. Sehr gut. Lass uns mal schauen, wo hat sich der gute Verbrecher B-Diesel verschanzt? So, irgendwo. Nee, ganz hinten. Ich verstehe schon. Oh, ich merke schon. Der Verbrecher hat sich im Golfclub verschanzt. Er gibt schon sein Geld aus. Der spielt einfach schon Golf. Der macht schon Luxusleben da hinten. Wie unverschämt ist das bitte? Wie kann das wagen, das Geld, was er gerade aus der Bank geklaut hat, einfach schon fürs Golfspielen auszugeben? So dreist sind diese Verbrecher heutzutage. Das ist ja unglaublich. Okay, den will ich zeigen. Den sperre ich sowas von ins Gefängnis. Wie kann er das wagen hier? Nicht in meiner Schicht. So. Wo verschanzt sich dieser Verbrecher? Lass uns mal schauen. So, lass uns mal hier kurz mal gucken. Wie kann er es hier wagen? So, irgendwo auf diesem Golfplatz verschanzt sich der Gute. Wir müssen ihn nur noch finden. Aha. Irgendwo hier. Ich sehe ihn leider nicht. Aber wir suchen aber das Gebiet ab. Ah, ich habe eine Idee.
Meine Spürnase sagt mir da etwas. Okay. Ich bin nicht nur Polizist, ich bin nicht nur Superpolizist aus der Zukunft. Ich bin auch Detektiv. Ich finde jede Spur. So. Meine Spur, seht ihr das? Seht ihr das? Das ist das Fluchtfahrzeug. Schaut mal. Da ist das Fluchtfahrzeug. Der Verbrecher ist hierher gefahren, in der Hoffnung, sich hier verstecken zu können. Er hat das Geld hier rausgepackt. Jetzt folgen wir einfach nur den Schleifspuren. Aha. Wo ist er hin? Eindeutig in dieser Höhle. Ist eine Höhle, ein Eingang? Okay. Hier drin scheint der Verbrecher reinzugehen. Okay. Oh mein Gott. Ist das das Zuhause von diesem Verbrecher? Oh mein Gott, wie viel hat er bitte schon geklaut? Schaut euch das an. Alter, der lebt einfach zu gut. Der hat hier riesige Kristalle am Start. Oh mein Gott. Oha. Dieser Verbrecher ist sehr gefährlich. Ich muss Abstand halten. Sonst, er ist brutal, der Verbrecher. Ich muss auf jeden Fall vorsichtig sein. Ich glaube, der ist auch bewaffnet. Am besten so eine Fackel. Guck mich mal hier um. So. Hier scheint alles in Ordnung zu sein. Ich spring mal hier rüber. Und zack. Oh, man muss vorsichtig sein, nicht ins Wasser fliegen. Das ist nämlich sehr gefährlich hier. Oh Gott, das so ein Säuresee kann das sein. Hier ausgebaut. Alter, der Verbrecher ist ja heftig. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein. Oh, oh, vorsichtig, vorsichtig. Oh. Hier irgendwo müsste der sein. Hallo? Hallo? Sind Sie der Verbrecher? Hallo? Oh! Das ist der Verbrecher, Leute! Das war der Verbrecher! Habt ihr es gesehen? Der ist ins Wasser gesprungen! Was war denn das? Warum ist der ins Wasser gesprungen? Hat er sich selbst umgebracht? Oha, der Arme! Es tut mir echt leid. Ich wollte eigentlich nicht, dass du dich selbst umbringst. Ich wollte dich nur ins Gefängnis stecken. Der hat hier so eine geheime Blume versteckt. Schaut mal. Seine ganzen Schätze hat er hier versteckt. Okay. Der Arme. So schlimm hätte es nicht enden müssen. Es war alles sehr unnötig. Okay. Oder ist er jetzt abgehauen? Ich glaube, der Gute hat mich hier verarscht. Kann es sein? Der Gute hat mich hier doch wirklich veräppelt hier. Okay, kein Problem. Da muss er jetzt leider büßen. Hier, ich lasse mich von jemandem hier veräppeln. So. Der Gute Bediesel veräppelt mich einfach. Hat er gedacht, er kann seinen Tod vortäuschen. Habt ihr das gesehen? Er hat einfach seinen Tod vorgetäuscht. Das ist echt unglaublich. Täuscht er einfach seinen Tod vor. Wie dreist ist das bitte, um einfach nur zu entkommen? Kann er es wagen, seinen Tod hier vorzutäuschen? So, lass mal kurz schauen. Wo ist der gute Bediesel? Kann er es wagen? Okay, jetzt fliegt er einfach in die Stadt rein. Okay, ich verstehe schon. Den schnapp ich mir. Auf den wartet auf jeden Fall die Höchststrafe, der Gute. Habt ihr gesehen? Der möchte einfach entkommen. Er ist ein sehr schlau. Ich glaube, das ist der Kopf der Bande. Ich glaube, das ist der Kopf der Bande, weil er hat auf jeden Fall was drauf. Er dachte, er kann mich ablenken, indem er seinen Tod vortäuscht. Aber so leicht geht das nicht. So leicht geht das nicht. Wo möchten Sie hin? Wo möchten Sie hin abhauen, Kollege? Anscheinend, nee. Mit Roboband funktioniert das heutzutage nicht so. Bleiben Sie bitte stehen. Also ich gebe Ihnen noch eine Chance. Eine Chance, das Ganze friedlich zu lösen, bevor ich Gewalt anwende, okay? Bitte bleiben Sie stehen, sonst wende ich Gewalt an. Sie möchten anscheinend nicht. Also wenn Sie jetzt nicht sofort landen, muss ich leider Gewalt anwenden. Es tut mir leid, aber es muss sein. Es muss sein. Sie haben Ihren Tod vorgetäuscht. Das geht gar nicht. Sie können nicht die Polizei hier einfach hier veräppeln. Das geht nicht. Tut mir leid. Also wenn Sie nicht landen wollen, dann muss ich Sie leider ins Gefängnis bringen. Bitte folgen Sie mir. Also bitte einmal mit ins Gefängnis kommen. So geht es nicht. So fangen wir es gar nicht an. So. Der Kollege hat sich wieder aus dem Shop gemacht. Alter, das ist wirklich der Chef der Bande. Kann das sein? Der lässt sich hier echt einiges herumtreiben. Der Chef der Bande wieder. Schaut euch das an. Das ist der Chef der Bande. Oh Gott. Was hat er vor? Möchte ich hier wieder entkommen? Nee. So fangen wir das gar nicht an. Chef der Bande, der ist einfach zu gut. Habt ihr gesehen, wie krass der selbst vom Robo-Ben einfach hinkommt? Jetzt hat er sich hier verschanzt. Na. So geht's nicht. Ein kleines Haustier, das stecken wir auch ins Gefängnis. Hier entkommt niemand. So, der kurze Kollege möchte einfach hier nicht rauskommen aus der Telefonzelle. Hat sich aber hier verschanzt. Okay, keine Sorge. Irgendwann muss er hier rauskommen. Irgendwann kommt er schon raus. So, wen können wir hier noch... Dann schnappe ich mir halt einen deinen Kollegen. Tja, deine armen Kollegen. Du als Kopf der Bande musst auf deinen Kollegen halt aufpassen. So, wen habe ich hier noch? Freien Fuß. Ah ja, den Kollegen hier. Den Zoo-Checker.
Den müssen wir auf jeden Fall noch schnappen. Dann schnapp ich mal deinen Kollegen. Tut mir leid, aber so ist es halt. So. Dann müssen halt deine Kollegen auf dich sauer sein. Du als Chef von der Räuberbande hast halt sie nicht beschützt. So. Okay, wo ist der gute Kollege? Oh. Also jetzt reicht's mir so langsam. Sie kommen mit mir mit. Haben Sie verstanden? So. Was soll das? Sie brauchen hier gar nichts zu machen, okay? Sie kommen mit. Ab ins Gefängnis. So, der Hut. Bleiben Sie stehen. Der Hut können Sie schenken, okay? Den Hut können Sie schenken. Sie kommen mit mir mit. Mitkommen, bitte. So. Ab ins Gefängnis. Ihren Chef habe ich schon geschnappt. Beziehungsweise er verschanzt sich. Der kommt auch noch weg. Keine Sorge. Ich habe schon 3 Ihrer Kollegen gefangen. Und Sie kommen auch mit rein ins Gefängnis, okay? Ja, es hilft jetzt nichts zu winseln, okay? Der hat sich auch aus dem Staub gemacht. Habt ihr das gesehen? Die machen sich hier alle aus dem Staub. Nee. So, hier wird auf jeden Fall nicht... Hier wird nicht rumgeeiert, okay? Sie kommen auf jeden Fall direkt ins Gefängnis. Gar nicht erst probieren. Probieren Sie es erst gar nicht. Oha, was ist denn hier los? Gott, was passiert hier? Nee. Wir fliegen direkt ins Gefängnis. Einmal direkt bitte ins Gefängnis mitkommen. Direkt mit ins Gefängnis. Bitte kommen Sie mit. Mitkommen ins Gefängnis, bitte. Oh, nicht. Oh, kommen Sie doch mit. Kommen Sie mit. So, sonst muss ich Sie leider entführen. Sonst muss ich leider Ihnen ein Ende machen. Wir haben zwei Optionen. Wenn Sie so weiter Ärger machen, muss ich Sie leider nicht nur ins Gefängnis stecken, sondern ich muss Sie leider ein Ende bereiten. So, der gute Kollege ist wieder einfach abgehauen. So, der gute Kollege ist einfach wieder abgehauen. Ja, dann muss ich Sie leider eliminieren. Tut mir leid. Eliminieren geht durch, leider, sonst muss ich Sie leider eliminieren. Folgen Sie mir bitte. Einmal bitte folgen. Einmal ins Gefängnis bitte, okay? Ich glaube, er möchte sich selber stellen. Ich glaube, er hat es eingesehen. Ich glaube, er hat es als Verbrecher eingesehen. Er möchte sich einfach selbst stellen. Das ist immerhin wenigstens einer, der als Verbrecher noch ein bisschen Respekt hat. Sich selbst stellt. Also das erlebt man nicht jederzeit, aber wenigstens einer, okay? So, dann fehlen nur noch 2 von deinen Kollegen. Der Oberboss fehlt noch. Und noch ein anderer. Boah, ich glaube, der Oberboss ist abgehauen, kann das sein? So, und da wären wir. So, perfekt. Einmal aussteigen, bitte. Kommen Sie mit zur Polizeistation. So, genau. Stehen Sie sich selbst. Da vorne ist ein Kollege. Da vorne bei der Theke ist ein Kollege. Sagen Sie ihm bitte Bescheid, dass Sie sich stellen, okay? Hier sagen Sie ihm Bescheid. Sehr gut. Sagen Sie ihm Bescheid, dass Sie sich stellen möchten, okay? Und dann ab ins Gefängnis mit Ihnen, okay? Einmal ins Gefängnis mit Ihnen und dann sitzen Sie Ihre Zeit erstmal ab. So, und ich schnapp mir Ihren Boss, okay? Sehr gut. Sehr gut. Haben wir auf jeden Fall gut gemacht. Okay, der nächste Verbrecher geschnappt, Leute. So. Wo ist der gute Boss? Wir haben hier noch einmal einen Verbrecher und der zweite Verbrecher. Okay, ich schnapp mir hier den Kollegen. Der Kollege möchte natürlich hier noch geschnappt werden. Und danach den Oberboss. Und danach hätten wir eigentlich alle geschnappt. So. Wo versteckt sich der kleine Verbrecher? Hier hat sich ein Verbrecher verschanzt. In ein super Versteck. Ich glaube, das ist der Gewiefte von der Bande hier. Wo hat er sich hier versteckt? Lass uns mal gucken, ob wir ihn finden, den guten Kollegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aha. Ja, hallo, guten Tag. Mister, haben Sie sich in der U-Bahn hier versteckt? Kann das sein? Okay, Sie stellen sich. Okay, das ist besser für Sie. Also einmal mitkommen, bitte. Oha, ein sehr gewiefter Verbrecher, muss ich schon sagen. In der U-Bahn, daran habe ich gar nicht gedacht. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen, Leute? Einfach in der U-Bahn versteckt. Nein. Winseln bringt hier nichts. Winseln bringt nichts. Kommen Sie bitte mit. Es bringt nichts, hier zu jammern. Leider habe ich sie erwischt. Also einmal mitkommen. Der Robocop erwischt nämlich jeden. So, einfach gewieft. Muss ich schon sagen. Einfach in der U-Bahn. Oh Gott, also sehr krass. Sehr krass. Bin gespannt. Also die ersten Verbrecher waren ziemlich einfach. Da hat sich der eine noch gestellt. Und der hier ab jetzt wird es richtig schwer. Die haben einen richtig krassen Versteck gefunden. Hier im Verfahrenssystem. Darauf wäre ich niemals gekommen. Okay. Also, sobald wir den Verbrecher hier haben, den Kürbiskopfverbrecher, geht nur noch der Chef der Bande. Und dann habe ich alle eingesackt. So. Also kommen wir einmal mal hier rüber. Und zack, einmal ins Gefängnis. Da können Sie Ihre Freunde besuchen. Und können alles. Sie brauchen nicht mir zu erklären, was Sie in der Bank vorhatten. Ich bin nicht dafür da, Sie freizusprechen. Sie müssen das alles dem Anwalt erklären. Erzählen Sie das dem Richter, okay? Sie können alles dem Richter erzählen und ihm erklären, warum Sie die Bank ausgeraubt haben und warum Sie alles gemacht haben. Hier brauchen Sie das nicht dazu, okay?
So, ich bin einfach nur da, um sie ins Gefängnis zu stecken. Was danach passiert, das muss der Richter entscheiden, okay? So, ich bin nämlich der Robocop hier in der Stadt und bringe alle Leute ins Gefängnis. So, also, zack, auf ersten Wege hier rüber ins Gefängnis. Okay. Oh, du warst der Chef der Bande. Ich habe kein Geld gehabt. Ja, also es tut mir leid, aber ich kann da auch nichts machen. Ich mache einfach nur meinen Job, weißt du? Ich mache nur meinen Job. Ich bringe jeden Verbrecher ins Gefängnis. Das ist mein Job halt. Also jeder hat also seinen Job, ich mache meinen Job. Okay? Ja, da kann man leider auch nichts machen. Da müsst ihr euch was anderes überlegen. Müsst ihr halt ganz normal wie jeder Bürger hier in Wobbyland einfach arbeiten gehen. So, jeder verdient sich sein Geld durch Arbeit. Und ihr habt beschlossen, einfach die Bank auszurauben. Das geht natürlich nicht so. Okay, ab ins Gefängnis. Tut mir leid, aber leider müssen sich hier ein bisschen Zeit verbringen, okay? So, ich wünsche dir viel Spaß hier im Gefängnis. Ich kümmere mich um den Rest der Bande. So, ich glaube, noch einer ist auf freien Fuß. Den haben wir noch nicht erwischt. So, und zwar der gute Diesel, der gewiefte Held. Der hat sich nämlich irgendwo verschanzt. So, wo ist der gute? Ah, ich sehe schon. Die restlichen zwei, Lukas und der B-Diesel, die zwei haben sich hier hinten verschanzt. Die müssen wir uns schnappen, so. Die Guten haben sich am Berg verschanzt. Let's go, Feuer frei. Jo, wir fliegen rüber in die Berge und schnappen uns die restlichen zwei Verbrecher. So, damit hätte dann nämlich Ben alle Verbrecher geschnappt. So, der gute Ben, hier der Robocop, schnappt ihn. Keiner kann hier kommen. So, wo sind die zwei Guten hier? Ah, also wir haben noch zwei Verbrecher, die wir schnappen müssen. Okay. Wer? Ihr habt nicht die Bank ausgeraubt, das könnt ihr ruhig den Anwalt erzählen. Mir ist es Jacke wie Hose. Ich muss euch nur ins Gefängnis schleppen. So, wo sind die guten alten Verbrecher? Ich mache nur meinen Job hier. So, hier sind ein paar Agents auf dem Weg. Habt ihr hier Verbrecher gesehen? Hier lauert ein ziemlich übler Bösewicht. Muss aufpassen, er ist sehr gewieft auf jeden Fall. Bin nicht sicher, wo er drin steckt. So, lass uns mal schauen, wo ist der gute Verbrecher? So, ich glaube hier unten kann das sein. So. Oh, ich hätte dann eine Vermutung, wo er sich verstecken könnte. Huch. Wo versteckt sich der Verbrecher? Das ist gar nicht so leicht, ihn zu finden, ne? Hat ein sehr einzigartiges Versteck. Hier. Irgendwo im Labor, der sich verschanzt. Kann das sein? Oh. Ich hab da eine Idee, wo er sich verschanzt haben könnte. So. Guck mal kurz nach. Einfach nur mal kurz mal Kontrollgang. Kurzer kleiner Kontrollgang. Oh Gott, einmal kurz schrumpfen lassen. So. Oha. RoboBen ist in der Miniaturwelt angekommen. So. Okay, was ist hier los? Okay, hier sind so Wobblies unterwegs. Ja, aber ich glaube, hier hat sich doch einer verschanzt. Kann das sein? Alter, hui. Guck mal, hier sind kleine Mini-Wobblies. So, habt ihr hier ein Verbrechen gesehen? Hier ist doch irgendwo ein Verbrecher. So. Irgendwo muss doch hier irgendwo einer sein. Hier sehe ich hier auf jeden Fall einen. Und da hinten ist noch einer. Irgendwo sind die letzten zwei Verbrecher. Die müssen wir noch schnappen, Leute. Die müssen wir auf jeden Fall noch schnappen. So. Der Verbrecher hier. Du gehörst ins Gefängnis. So, wo ist denn der andere? Irgendwie finde ich ihn nicht. Ja. Anscheinend war die Spur leider falsch. Also müsste, glaube ich, dann doch oben sein. Ich muss wieder groß werden. Okay, ich gucke mal direkt nach. Ich muss ihn irgendwie finden. Also, es kann nicht sein, dass ich zwei übrig lasse. Das geht natürlich nicht. Es kann nicht sein, dass ich meine 100%-Quote hier vernachlässige. Jeder einzelne muss geschnappt werden. So. Irgendwo. Hatten wir dich schon erwischt? Bin ich mir nicht sicher. Ich muss immer abchecken, wen ich erwischt habe. Und wen noch nicht. So. Zwei sind da unten irgendwo. Lass uns mal schauen, wo sind die zwei Guten? Oh, kann es sein, dass sie sich hier verstecken? Also jetzt bräuchte ich, glaube ich, Hilfe von all den anderen Leuten. Sonst finde ich die nämlich nicht. Also. Genau.
Am besten alle Verbrecher, die ich geschnappt habe. Leute, ich brauche nämlich Hilfe bei den letzten zwei. Ihr müsst euch umkommentieren. ihr müsst wieder zum Guten werden. Ihr müsst wieder gut werden. Am besten als Polizisten einsteigen. Ich sag's euch, die Polizei braucht wieder Hilfe. Die Polizei sucht Rekruten. Am besten direkt bei der Polizei anfangen und mir direkt bei meinem Fall helfen, hier die guten alten Dings zu schnappen. Die letzten zwei Verbrecher. Ist das da vorne einer? Der da hier. Der da ist doch einer, oder? So, sehe ich's recht? Das sehe ich doch richtig, oder? Nee, Beefstick haben wir geschnappt. Er ist Polizist. So. Wo hat sich der letzte Verbrecher verschanzt? Ich finde ihn einfach nicht. Das ist zu heftig. Ja, wir haben... Wo sind die letzten zwei Verbrecher? Wer hat eine Ahnung, Kollegen? Wer hat eine Ahnung? Wo sind die letzten zwei Verbrecher? Die sind irgendwo hier. Die sind ja so heftig. Also lasst uns mal hier mal umschauen. Wo verstecken sich die letzten zwei Verbrecher? Kann nicht sein, dass sie sich hier einfach irgendwie davon gemacht haben. So. Wo verstecken sich die letzten zwei Verbrecher? Okay, durchsuchen wir die Base, Leute. Robocop wendet seine abgefahrenen Techniken an, um die letzten zwei Verbrecher zu schnappen. Hier nirgendwo. Wo versteckt sich der alte Verbrecher? So, hier auch nicht. Ich bin echt ratlos, muss ich sagen. Die haben sich einfach zu gut versteckt. Was willst du machen? Das ist echt ein seltsamer Fall. Also es muss schon sagen, irgendwie diese zwei Verbrecher sind echt zu gut. Oder sind sie etwa oben im Dings? Kann es sein, dass sie oben sind? Sind sie etwa nicht im Dings? Aha, hier haben wir noch gar nicht nachgeschaut. Stimmt. Aha, wo befinden sich die zwei Verbrecher? Vielleicht befinden sich ja hier im Dings. Hier vielleicht irgendwo. Wir schauen kurz in den Tunnelsystem. Im guten alten Tunnelsystem. Vielleicht sind hier hier drin. So, lass uns mal kurz schauen. Aha, ich habe einen erwischt, Leute. Da ist er. Das ist der Verbrecher. Er befindet sich im Tunnel, okay? Einer ist gesichtet. Okay, wo ist der zweite? Der ist bestimmt auch nicht weit. Der ist bestimmt... Oh mein Gott. Wir haben sie gefunden. Der zweite Verbrecher lauert hier. Guckt euch das an. Er steht schon bereit bei der Ehe. Okay. Aha, du wirst hier nicht hinkommen. Keine Sorge. Du wirst nicht hinkommen. Wir schnappen dich. Im Tunnelsystem. Leute, auf sie. Auf sie. Die ganze Polizeiarmada. Zugriff, Leute. Zugriff. Wir schnappen uns die. Feuer frei. Turbo-Band ist am Start. Ho, hallo. Ab ins Gefängnis. Hallo, hier ist Robo-Band. Keine Zeit hier rumzuheulen. Ab ins Gefängnis. So, genug rumgeheult für heute. Oh nein. Stehen bleiben, Kollege. Du kommst schön ins Gefängnis. So, wir zwei wandern hier ins Gefängnis. Einmal stehen bleiben, bitte. Sie brauchen gar nicht hier wegzuhüpfen. Sie werden ab ins Gefängnis landen. Sehr schön. Zack, und einmal mit dem ins Gefängnis mitkommen. Oh nein. Sie brauchen gar nicht erst wegzurennen. So, und immer diese Verbrecher, die versuchen ständig abzuhauen. Sie wollen es einfach nicht einsehen, dass sie hier was falsch gemacht haben. Natürlich, das ist unglaublich, oder? So, wir packen die mal am Ohr und ziehen ins Gefängnis. Es kann nicht sein, dass sie hier glauben, dass sie einfach durchkommen. So, der andere ist schon abgehauen. Aber den schnappen wir uns auch. Keine Sorge. So, wir müssen erstmal den einen ins Gefängnis bringen. So, erstmal am Ohr gepackt und den ziehen wir rüber. So, sehr gut. Ja, genau. Die gehören alle ins Gefängnis. So, Leute, die müsst euch bereithalten. Die müsst ihr nämlich im Gefängnis einsperren. So, ich bringe sie zur Polizeiwache. Du müsst sie dort einsperren, okay? Sehr gut. Aha, guckt mal, hier ist eine Spur. Hier ist ein Dings. Hier ist das Geld, was sie hier liegen lassen haben. Das ist wahrscheinlich der andere Verbrecher. So, bring den Guten hier mal schon mal ins Gefängnis. Und danach fehlt nur noch ein Verbrecher. Naja, Hilfe bringt da... Ja, Hilfe schreien bringt leider auch nichts. Tut mir leid. Aber ich mache einfach nur meinen Job. Weißt du? So, wenn du dich für entschieden hast, Verbrecher zu sein. Oh, das ist dein Geld? Ja, es tut mir leid. Du hast nicht mal geschafft, das Geld auszugeben. Also, das nächste Mal überlegst du vielleicht zweimal, ob du Verbrecher sein möchtest. Nur so eine Bank ausrauben möchtest. Jetzt haben wir dich erstmal im Ohr gepackt und bringen dich ins Gefängnis. So. Und danach kannst du vielleicht dir überlegen, ob du vielleicht auch Polizist werden möchtest. Weil das könnte dir vielleicht deine Strafe mindern und du musst gar nicht so lange im Gefängnis sitzen bleiben. Wenn du nämlich der Polizei hilfst, dann wird deine Strafe gemindert, okay? So, oh, ist das dein Boss hier? Wer ist das hier? Ah ja, das sind die Kollegen. Siehst du, die anderen Kollegen haben sich entschieden, nach ihrem Verbrecherleben aufzugeben und bei der Polizei zu arbeiten.
So, siehst du, der gute Theo hat das Geld zurückgebracht zur Bank und ist jetzt Polizist geworden. Genau so geht das, okay? Du kannst dir im Gefängnis ja überlegen, ob du weiter so Verbrecher sein möchtest oder vielleicht auch zum Polizist werden möchtest. Ich würde dir einen Rat geben. Oh, möchtest du Polizist werden? Das klingt doch schon mal gut. Das klingt sehr gut. Okay, Leute, die anderen Polizisten, ihr nehmt ihn in Empfang, erklärt ihm alles, zeigt ihm bei der Polizei, wie er zum Polizist werden kann und wie er dann die Polizeiuniform bekommt. Und danach kann er als Polizist auf jeden Fall durchstarten. Zeigt ihm, wie es geht. Wenn er sein Geld zur Bank wieder zurückbringt, einfach zurückgibt und sich entschuldigt, kann er wieder Polizist werden. So. Aber Theo, wolltest du geil aufhalten? Also, das Gewissen ist einem manchmal doch sehr gut. Also, ich bring dich einfach noch kurz zur Polizeistation, die anderen Leute werden dich dort empfangen, meine Kollegen, und danach kannst du quasi zum Polizisten werden, so. Und danach fehlt nur noch ein Verbrecher. So, gleich haben wir es, keine Sorge. 113 Geld. Ja, ist immerhin etwas. Besser als nichts, würde ich sagen, aber ja. Als Polizist kannst du auch bei uns viel Geld verdienen, keine Sorge. Wenn du fleißig bist und deinen Job gut machst, wirst du auch hier viel Geld verdienen können. So, darum geht es nämlich nicht. So. Also, wir sind gleich da. Keine Sorge, gleich haben wir es, Leute. Gleich haben wir es. Ich gehe nur auf Nummer sicher mit meinen Robokräften. Muss ich hier aufpassen, so. Okay, also. Wo haben wir den guten? Die gute alte Polizeiwache. Sehr gut, guck mal, da haben wir schon meine zwei Kollegen hier. Die sind hier am Start. Ja, perfekt. So, Kollegen. Ich habe hier jemanden am Start. So, schaut mal. Ich habe jemanden, der möchte auch Polizist werden. Schaut mal. So, ihr könnt ihn gerne in Empfang nehmen. Ihr könnt ihm mal gerne alles zeigen hier auf der Wache. Ihr könnt ihn ein bisschen bekehren und sagen, dass es doch besser ist, Polizist zu werden. Er gesteht auch alles, dass er das getan hat, okay? Bringt ihm bei, ein guter Polizist zu werden, okay? Ich verlasse mich auf euch. Sehr gut. Sehr gut. Okay, sehr gut. Er bekommt eine Ausbildung, okay? Und jetzt schauen wir mal nach, wo befindet sich der letzte Verbrecher. So, auf unsere Reise. Okay, er ist immer noch in den Bergen. Der Schlingel ist immer noch in den Bergen, okay? Ich kümmere mich um den. Haltet euch hier bereit, Leute. Der Schlingel da oben ist in den Bergen, okay? So, wir fliegen los. Und Turbostart. Let's go. So, ich schnappe mir den letzten Verbrecher. Der Gewiefte. Er ist echt ein richtiger Schlingel. Der fliegt immer direkt davon. Gar nicht so leicht, ihn in die Finger zu bekommen. Aber ich bin nicht umsonst Robo-Ben. Ich schnapp mir jeden Verbrecher. So, Dele. Okay, willkommen. Und ab zu den Bergen, würde ich sagen. Hui! Sehr nice. Und Turbo! Sehr gut. So, hier irgendwo ist der andere Verbrecher. In den Bergen. So, Dele. Zack. Wir schauen uns mal um. Ich schmeiß mein Radar an. Ich setze meine Dings rein. Meine Brille. Meine Laserbrille ziehe ich an und ab geht's. Zack, Laserblick ist an. Und gucken wir mal, wo befindet sich der andere Kollege? Wo befindet sich der andere Verbrecher? Also mit meiner Laserbrille sehe ich alles hier. Okay. Das letzte Mal haben wir ihn im Tunnelsystem gesehen. Ich glaube, er ist noch nicht so weit entkommen. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Aha. Wer ist hier? Wer ist denn da? Okay, ich verstehe. Der Kollege hat sich hier verschanzt. So, mit seinem kleinen Haustier. Seht euch das an. Wie kann er es wagen? Mit seinem kleinen glitschigen Haustier. Dieser Verbrecher mit seiner Papiertüte. Den schnappen wir uns, Leute. So, den letzten Verbrecher. So, habe ich dich. Hier ist Robo-Ben. Komm mit ins Gefängnis. Oh, er hat sich hier auf einmal wieder von dannen gemacht. Keine Sorge. Du wirst uns nicht entkommen. So einfach entkommst du uns nicht. So, wo hat er sich wieder... Wo hat er sich hingemacht, ha? Wo hast du dich wieder versteckt? Hier ist keine Zeit zum Überleben. So, wo ist der gute Verbrecher? Er rast wieder davon. Wir suchen ihn, Leute, wir suchen ihn. Oh, da ist der gute Kollege. Oh nein. Hallo, guten Tag. Hallo, wir rutschen dir schön hinterher. Einmal stehen bleiben, bitte. Bitte einmal stehen bleiben. Nicht wegrutschen. Aber bitte nicht wegrutschen, okay? Kommen Sie in die Arme der Polizei. Kommen Sie einmal in die Arme bitte der Polizei. So. Einmal bitte zur Polizei kommen. Oh nein, der gute Verbrecher will wieder abhauen. Kann es sein? Der gute Verbrecher haut mal wieder hier völlig ab. So. Einmal bitte zur Polizei kommen. Hier. Nee, nicht hochrennen. Kommen Sie bitte zur Polizei. Stellen Sie sich einfach.
können sich einfach ganz ruhig stellen und ihnen wird auch nichts geschehen. Ich schwöre, ich werde keine Gewalt anwenden. Ich mache keine Gewalt, okay? Keine Gewalt, keine Gewalt, keine Sorge. Ich kümmere mich gut um sie, okay? Vertrauen Sie mir. So, Ihren Haustier wird es auch gut gehen. Keine Sorge. Dem Haustier wird es auch gut gehen. Darum kümmern wir uns, okay? Das wird auch wunderbar funktionieren, so. Ich wende auch keine Gewalt an. Kommen Sie einfach mit und alles wird gut. Das kann ich Ihnen versprechen. Solange Sie sich an die Regeln halten. So, Kollegen, Zugriff, Zugriff. Er ist hier draußen. Oh nein, da ist er. Ich hab ihn. Ich halte mich fest. Ich halte mich am Helikopter fest. Ich hab ihn hier. Leute, Mayday, ich brauche Verstärkung. Ich brauche Verstärkung. Oh nein, er hat sich wieder aus Staub gemacht. Oha, er ist da hinten. So, der Kollege möchte einfach nicht abhauen. So, der Kollege möchte einfach nicht ins Gefängnis. Könnt ihr euch das vorstellen? So, wohin haut der Kollege immer wieder ab? Er gibt sein Bestes, aber leider müssen sie mit ins Gefängnis kommen. Kommen Sie mit. Es wird Zeit. Es wird Zeit, dass sie ins Gefängnis kommen. So kann es ja nicht weitergehen. Wir können nicht ewig so hier so einfach die ganze Zeit verschwinden. Kommen Sie mit. Jetzt haben wir ihn. Er hat sich wohl gestellt. Der gute Kollege, wir haben ihn. So, sehr gut, Leute. So, jetzt können Sie sich überlegen, ob Sie vielleicht auch mal Polizist werden möchten. Ob Sie vielleicht Ihre Tat bereuen und alles dem Richter beichten, okay? Ich bringe Sie nur ins Gefängnis, aber der Rest obliegt an Ihnen. Ob Sie dem Richter erzählen wollen, dass es vielleicht leid tut oder ob Sie vielleicht doch irgendwie ein anderes Leben anstreben. Ja, es tut mir leid, ich bin der Robocop. Leider kann ich da auch nichts machen. Ja, was soll ich sagen? So, Ihrem Haustier natürlich wird auch nichts passieren, keine Sorge. Ihr Haustier, das verwahren wir gut. Und wenn Sie sich entscheiden, ein gutes Leben zu führen, dann wird Ihr Haustier natürlich auch freigelassen, okay? Das ist kein Problem. So, Leute. Ja, also wenn Sie eine Ausbildung machen zum Polizisten, Sie gerne, dann können wir Sie gerne unterstützen. Da können Sie bei uns eine Ausbildung machen, Sie bekommen eine Polizeiuniform und dann gehen Sie mit uns auf Streife. Genau, dann brauchen Sie nicht mehr das Leben eines Verbrechers zu führen, sondern können einfach ganz entspannt, ja, als Polizist leben. Das klingt doch auch nicht schlecht, oder? Ich glaube, das Leben als Polizist ist gar nicht mal so schlecht, wisst ihr? Ich kann es euch nur raten. Also wie ihr euch selbst am Ende entscheidet, das liegt an euch, aber ich kann es euch nur raten. So, der gute Kollege hat sich, glaube ich, gestellt. Damit hätten wir es. So. Also lasst uns mal schauen. Der gute Ruboben und seine Gefolgsleute haben es geschafft. Gehen wir mal nochmal zurück zur Polizeistation und machen einen guten Abschluss hier. So. Ich würde sagen, es war auf jeden Fall eine gute Arbeit. Guter Mix aus allen. So, Leute. Gute Arbeit. Oh ja. Seht ihr das? Guck mal, er ist ein guter Polizist geworden. Vom Verbrecher zum Polizisten. Wunderbar. Was will man mehr? Perfekter Job. Also kann ich nur jedem empfehlen, dass es so abläuft. Also jeder, der als Verbrecher arbeitet, ich würde sagen, es lohnt sich einfach nicht. Guck mal, seht ihr das? Vom Verbrecher zum Polizisten. Ruboben hat's erwischt, oder nicht? Was sagt ihr, Leute? Was sagt ihr, wie findet ihr das Ganze? So vom Verbrecher zum Polizisten zu werden, ist doch gut, oder? Ja, würde ich auch sagen, gell? Das war auf jeden Fall eine nice Folge hier als Polizist quasi. Als Superpolizist, als Robopolizist, alle Verbrecher hier zu schnappen. So, und die Verbrecher, witzigerweise, wurden einfach zu Polizisten. Boah, die Polizeiwache. Boah, der sieht cool aus, guck mal. Sehr nice. Die Polizeibande. Boah, das sieht richtig gut aus, richtig gut. Macht's gut, Leute.